Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Battle Isle 2. Wir haben in der letzten Folge mit der Karte Kaimawa begonnen und werden diese natürlich in dieser Folge fortsetzen. Wir sind unten ein wenig in, ja, Not geraten, nicht extrem, aber durchaus ein bisschen, weil er durchaus eine, ja, überlegene Fliegerstaffel hat, die uns ein bisschen zusetzt. Ja, unser Dragon ist angeschlagen, auch schon ernst angeschlagen, und seine Ghost, die, ja, die können natürlich einfach so den Dragon abschießen, ohne dass sie selbst irgendwie, ja, Probleme dabei kriegen. Das ist natürlich für uns sehr unangenehm, aber naja. So, hier können wir nicht rein, das ist ebenfalls sehr unangenehm. Können wir denn irgendwie... Ne, wir können mit denen auch nicht dahin. Das ist sehr, sehr unschön. Hier ist jetzt zufällig nichts drin, oder? Nee. Also, in den Bunker können ja auch Infanteristen rein, wie man hier auch sieht. Aber das ist offenbar... Nee, nicht wirklich der Fall. So, was können wir denn hier machen? Also, den müssen wir unbedingt zurückziehen. Das steht mal fest. Können wir den sogar nach Garson reinziehen? Nein. Das ist schade. Können wir den überhaupt irgendwie in Sicherheit bringen vor dem Ghost? Theoretisch, wenn ich... Ja, doch. Wenn ich den dahin ziehe. Ja, okay. Doch, doch, das geht. Ja. So, der kann leider nirgendwo hin. Wir versuchen mal hier was. Ich bin ja im Wald hier. Wir versuchen den mal rauszunehmen. Sehr gut, das hat sogar funktioniert. Okay. Sehr nett. Okay. Meteorologische Sektion. Heavy Rainfall ist... Ja gut, ihr kennt das eh schon. Ja, ein von Norden. Nee, nicht von ein von Norden. Ja, wo sind denn Heavy Rainfalls sonst? Ein von Norden aufziehendes Tief bringt Wetteränderungen. Regenfronten führen starke Niederschläge mit sich. Nee, das schien es nicht gewesen zu sein. Naja, gut. Vielleicht habe ich auch den Norden gerade nicht gelesen. Ich lese die Wetternachrichten jetzt eh nicht so. Aber Heavy Rainfall jedenfalls. So, da wissen wir schon mal Bescheid. Der kann hier leider nichts machen. So, und wenn ich den jetzt hier hinziehe, dann kann der doch bestimmt, ja, genau, dahin. So, das würde ich dann auch machen. Dann dürfte der ja, wenn ich jetzt nicht völlig verblödet bin, geschützt sein vor dem Ghost. Denn der kann ja nicht im Fernkampf angreifen. Außer natürlich mit seiner Bodenwaffe. Das ist ja eine Luft-Boden-Rakete und keine Luft-Luft-Rakete. Dementsprechend sollte das funktionieren. So, mit denen hier müssen wir natürlich gucken, was wir machen. Ja, das ist trotzdem ein bisschen ärgerlich. Können wir die auch irgendwie, können wir die irgendwie abschirmen? Das wäre natürlich sehr, sehr gut für uns, wenn wir die irgendwie. Ja. Den kann ich ja schon mal hier hinstellen und hier eine weitere Schiene machen. So, genau. Und dann kann ich in der nächsten Runde die hier produzieren. Jetzt kann der dahin. So, unser Vader, ja, das Eins da ist ja weg. Kann ich den irgendwie abschirmen? Das wäre nett. Wenn ich den hier hinstelle, den Vader, ja, der kann natürlich auch noch da drauf. Da kann aber auch unser Troll. Nee, der kann da nicht drauf. Das ist lästig. Aber ich glaube, das mache ich. So, in dem Vader dürfte nichts drin sein. Warum ist denn keine Musik mehr da? Das ist schade. Naja, so. Okay. So, dann dürften wir. Ja, was können wir denn da vorziehen? Wir können natürlich den hier hinziehen. So, ja, jetzt klären wir auch ein bisschen mehr auf. Und dann dürfte der hier. Ja. Ja. Halbwegs sicher sein. Mir ist völlig klar, der kann auch hier hin, aber der sollte eigentlich nur, eigentlich sollte der nur von einer Richtung dahin können. Also an sich gehe ich mal von aus, der wird den nicht abschießen können. Nee. Also, nee, davon bin ich überzeugt, dass er das nicht schafft. Hier müssen wir uns auch zwangsläufig zurückziehen. So, wir steigen auch auf jeden Fall. So.
Und dann werden wir, ja, wie machen wir das denn am besten? So, den Ranger ziehen wir hier hin. Das mache ich jetzt rein dazu, um eben die Flugzeuge hier zu schützen. Hier kann er vielleicht noch hin, ja, das mag sein, aber die haben auch nicht mehr super viel Sprit. So, und den Snake, den ziehe ich hier vor und dann dürfte er die Flugzeuge auch nicht mehr zerstören. Ich denke mal, das ist jetzt die Lösung, die wir dafür haben. Ja. Ich hoffe mal, das funktioniert gut. Ansonsten werden wir das sehr bald sehen, ob das funktioniert hat oder nicht. So. Okay. Ja, was machen wir denn hier oben? Hier wollen wir natürlich weiter erkunden. Den Samurai, den ziehen wir zurück. So, der Imperator kommt ja eh nicht über die Schienen. Das ist natürlich ein bisschen dämlich. So, und hier haben wir einen Dämon mit 5. Ja, den können wir natürlich einfach angreifen, ganz klar. Der ist damit auch Geschichte. Wunderbar. So. Ja, der hat noch viel Sprit. Warum kann der denn nicht dahin? Das verstehe ich nicht. Der hat 7. Der ist nicht mehr so super gut. Der hat nicht mehr viel Sprit. Tja, das ist doof. Dann sollten wir vielleicht mal den Tanker hier hinstellen. Ja, wir hätten wahrscheinlich vorher erst die Einheiten dahin ziehen sollen. So, der hat nicht mehr viel. Der hat aber auch nur noch 8. Den ziehen wir dann mal so. Der hat nicht mehr viel Sprit. Den ziehen wir hier ran. Nein, der greift natürlich nicht an. Der hat auch nicht mehr so viel Sprit und ist auch nicht mehr so fit. So, und ja, dann lassen wir uns hier leicht zurückfallen. Ich denke mal, das ist dann gar nicht so verkehrt. So, und den dann hier hin. Zack. Ja, jetzt habe ich abgebrochen, aber das ist ja auch das, was ich wollte. So, der braucht nur Sprit. Wunderbar. So. Und hier, ja, der braucht auch unbedingt Sprit. Ja, den müssen wir hier einfach mal, glaube ich, um den Tanker stellen. Irgendwie. So, der kann hier schon mal den reparieren. Das ist schon mal die erste Sache. Und die hier, ja, die können auch weiter vorrücken. Keine Ahnung. Irgendwie schon. So, der sieht auch nicht mehr so super fit aus. Den müssen wir dann wahrscheinlich auch zurückziehen. So, und den hier könnten wir zur. Ja, der ist auch nicht mehr so gut. Die müssen da, glaube ich, alle mal oben hin irgendwie. Ja, ich denke schon. So. Und den Ranger, den. Wir können natürlich mal versuchen, noch ein bisschen mehr aufzuklären. Ja, naja. Okay, ein Feld. Das ist jetzt nicht die Welt. Es reimt sich sogar. So. Der kommt nicht wirklich weiter vor. Das ist halt so schade. So, und die Medusa können wir natürlich wieder ein Stück vorrücken lassen. Ja, was wir mit denen machen, ist eine gute Frage. Also ehrlich gesagt, ja, an sich können wir sogar. Hier besteht ja überhaupt keine akute Gefahr. Also wir können sogar, würde ich behaupten, die hier vorstellen. So, die Atlas sind ja hier auch noch drin, genau. Und einfach das Hauptquartier damit blockieren. Und dann können wir die Infanteristen, die wir noch eher brauchen, hier einfach vorziehen und dann die da vorstellen. Dann passt das schon. So, ja, ich denke, das ist ein Plan. So, was ich mit denen hier mache, die werde ich wahrscheinlich weiter zurückziehen. Denn die können hier, glaube ich, sowieso nicht mehr viel ausrichten. Ja, ich hätte hier auch eine Brücke drüber bauen können, aber nachher kommt er hier mit Einheiten rüber und dann habe ich da keine Verteidigung. Das will ich jetzt auch nicht unbedingt. So, und die Menhir, wie ich sehe, die will ich ja eher hier haben, je nachdem, ob der mit den Ghost hinfährt oder nicht. Aber ich glaube, die sind hier am sinnigsten. So, und den Dämon werde ich auch weiter hier ranziehen. Die ziehe ich, glaube ich, hier auch runter, ganz klar. So, und dann haben wir hier den Transportzug. Der hat ja nichts mehr drin. Den werden wir dann hier hinziehen. So, dann kommt der Planum nämlich rein. Das wollte ich ja. Und der Orion, der kann nicht rein. Das ist ziemlich schade. Na gut, dann ist das jetzt wohl so. Na gut, müssen wir mit leben. So, kann der überhaupt noch was anschießen? Nö. Okay, dann bleibt er einfach da, wo er ist. Die Ghosts haben ja keinen Fernschuss mehr und auch kein. Ja, gut, die können ja nur im Fernschuss angreifen auf Bodenziele und ja, die haben keine Raketen mehr. Ich hoffe mal, die werden sich hier einfach den Sprit leer nuckeln und dann kommen die nicht mehr zurück und sind dann kaputt. Das wäre natürlich sehr wünschenswert. So, hier haben wir Nashorn. Das ist sehr unangenehm. Ja, dem werden wir aber natürlich begegnen müssen. Denn sonst macht das hier noch ganz unschöne Dinge, denke ich. Ja, da haben wir einen kürzeren gezogen. Aber es ist halt ein Nashorn. Das hat ja gleiche Erfahrung wie wir. Allerdings kann man natürlich auch sagen, es hatte nur 8. Aber naja. Das interessiert das Nashorn dann wohl auch nicht sehr.
Ja, den müssen wir zurückziehen zur Eroberung und den stellen wir dann so hin, dass der immer noch gedeckt wird. Ja, das gefällt mir gerade nicht so richtig. Ja, ich weiß nicht, ob der hier mit was reinfährt. Andererseits, ich lasse den mal offen stehen. Ich lasse den offen stehen, ja. So, mit dem greife ich auf den. Was ist das denn für ein Deutsch? Mit dem greife ich auf den. Den greife ich an. So. Zack. Dann gewinnt er zumindest noch etwas Erfahrung und damit auch mehr Panzerung. So gesehen kann man ja schon so sagen. Also je erfahrener, desto weniger Verlust erleiden Einheiten ja auch. Das ist ja schon irgendwie allgemein gültig. So. Na, der kann nichts mehr machen. Der auch nicht. Der kann auch nicht dahin. So. Ja, und dann. Ah ja, klar. Den Archimedes haben wir hier drin. Den können wir. Ja, den können wir natürlich noch irgendwie hier vorrücken lassen. Den Guppi. Ja, den Guppi, den können wir doch natürlich auch hier unten reinziehen. Den habe ich nicht gefüllt bisher, ne? Richtig. So, der kann auch hier gefüllt werden. Ja, da sollte er halt keineswegs irgendwie hinkommen können. Und den Dämon. Ja, den ziehen wir einfach dahin. So, dann ist ja auch nichts mehr drin. Hier haben wir nichts mehr gebaut. Korrekt. Und hier ist nichts mehr drin außer Atlas. So, ja, dann. Ja, das ist ja nicht mehr unsers. Also, keine Ahnung. Man könnte jetzt behaupten, die Verteidigung ist gescheitert. Aber gut, da ist halt ein Ranger reingefahren. Wir sind da unten aber noch nicht vollständig vernichtet. Das ist das, was ich primär damit meinte. Aber klar, Garson halten, naja, gut. Ist jetzt fragwürdig. Eigentlich nicht mehr erfüllt. Wir verlieren auch nicht die Mission dadurch. Deswegen starte ich das jetzt auch nicht neu. Aber naja, schade. Aber unsere Truppen da unten sind noch nicht komplett kaputt. Und das ist das, was ich natürlich versuche so beizubehalten. Ja, seine Dragon, die sind so langsam wirklich ein bisschen übel von der Erfahrung. Aha, ja, okay. Er hat mit denen nichts Doofes anstellen können. Das freut mich schon mal. Mit dem wiederum stellt er was Doofes an. Er trifft nicht. Okay, sehr wünschenswert. Ja, okay. Mit der schießt er meine Mine kaputt. Also mit dem ist ja der Archimedes. Nicht wahr? So. Naja, gut. Das ist halt so. Die Mine hat da gute Arbeit geleistet. Hat dem wenigstens einen vom Eins da genommen. Naja, gut. Damit greift er an. War auch klar. Unser Bunker hält sich tapfer. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ich hoffe mal, das wird auch weiterhin der Fall sein. Oh, da kommt auch noch ein Genom an. Ah, ja, das wird ja wirklich unschön. Ja, also ich glaube, die Flugzeuge muss ich wirklich entweder abschirmen lassen. Oh, ist er da reingefahren? Oder besser gesagt, reingegangen? Scheint so. Oh, das ist ein anderer Dämon. Ah, Mist. Ich hätte den anderen da gerne reinrennen sehen. Schade, dass es der war. Also einer, den wir vorher gar nicht gesehen haben. Ja. Das wird noch ein bisschen kritisch, fürchte ich. Was macht der da? Der produziert wie bekloppt offenbar. Ja. Tschüss, Ding. Offenbar. Tja, schade. Aber dadurch wissen wir, dass da irgendwie ein Dämon steht. Okay. Der fährt jetzt bei uns noch rein, alles klar. Das war's dann für ihn, das ist gut. Ja, dann hat er einen Dämon weniger. Wir wissen ja von den Missionszielen, wir müssen den Partisanen zerstören. Dementsprechend passt das schon. Er hat seinen Ranger nicht rausgezogen. Das finde ich sehr interessant. Können wir da rein? Nee. Warum denn nicht? Das ist doch Müll. So, sein Nashorn. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Wir können. Ja, da wird bestimmt eine Einheit stehen. Ah, das ist unschön, das ist unschön. Den können wir sowieso nirgends hinbewegen. Das heißt, mit dem werden wir natürlich das Nashorn nochmal behaken. Das muss da unbedingt weg. Ja, sehr schön. Okay. Das ist schon mal gut. Okay. Ach, das ist,
Ja, wer ist das? Satellitenverbindung, Stratege. Meine Dämonen halten die Stellung. Feindliche Panzereinheiten drängen von allen Seiten heran. Es wird ungemütlich. Schicken Sie Hilfe. Wir tun unser Bestes, aber es ist nicht sicher, ob wir Garson halten können. Helft mir hier raus. Wo bleibt die Verstärkung? Ehre. Ja, das ist auch Mirk Schano, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Der ist offenbar in Garson. Das ist interessant. Ja, wir können es natürlich. Ach, das ist doch ein Witz. Aber wir können zumindest dafür sorgen, dass wir seinen Ranger nicht rausfahren lassen, wenn ich mich nicht irre. Ja, okay. Das wäre schon mal was. Ja, es ist Mirk Schano, was auch immer der in Garson macht, aber offenbar hat er da irgendwie was am Laufen. Naja, Gut, wir helfen ihm, also wir kommen seiner Bitte tatsächlich nach. So, wie viel Sprit haben die denn? Die haben leider noch ein bisschen viel. Also, die haben natürlich schon einen Großteil weg, die kommen so langsam an ihre Reserve. Der ist ziemlich platt, aber der kann natürlich auch noch. Das sollte man nicht unterschätzen. Ein paar Felder weit fliegen. Und der hier sowieso, der hat nämlich noch sogar ein bisschen regulären Sprit und der fängt so langsam mit der Reserve an. Ja, das ist kritisch. So, das Problem ist, ja, An sich kann ich mit den Fliegern jetzt gerade nichts machen. Also tatsächlich nicht. Ich darf auch nicht einen Ausfall wagen, denn dann wird der mich mit den beiden Genoms komplett, mit den beiden Ghosts komplett auseinandernehmen. Also das geht nicht. Ich denke, ich muss den Spektrum, ja, hier hinziehen. So, dann brauche ich den auch nicht füllen. Also nicht im Lager, dann kann ich ihn Guppy sogar so auffüllen. Das passt mir sogar ganz gut. Und dann werde ich, ja, es hilft ja nichts, ne? Ich muss die hier so geschützt lassen. So. Den werde ich dann sinken lassen und dann macht er eh keinen Unterschied. Der kommt da jetzt eh nicht ins Gefecht. Und dann werde ich den in der nächsten Runde nochmal, oder welchen auffüllen? Ja, vielleicht, wenn ich den zuerst ziehe. Ne, den zuerst. Ich gucke zuerst, wie weit er kommt. Dann ziehe ich den Ghost einen vor den. Der kommt ja weiter, der Ghost, als der Spektrum. Und dann ziehe ich den Spektrum hinterher und fülle ihn auf. So machen wir das. Ja, der kann ja nicht angreifen. Leider. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier nicht. Kommt der. Klasse. Super. Der kommt gar nicht mehr voran. Der immerhin etwas. So, ja. Der kann hier irgendwie ran. Der hat jetzt. Ja, super. Der hat hier meine. Der Sack hat meine. Ah, ich kann aber noch bauen. Das ist gut. Der Sack hat hier meine Sachen blockiert. Kann ich denn hier. Er kann leider nur auf Tieffliegende schießen. Das ist Mist. Aber wir können uns an dem ausbilden. Aha! Ja. Vergessen wir das. Okay. Damit sind die Menhir eigentlich auch ja, relativ uninteressant schon, würde ich behaupten. So, er kann natürlich sein Glück nochmal probieren. Der trifft auch nicht. Also, ja, okay. So, den stellen wir dann hier vor. Den hier vor. Der kann ja sich kaum noch bewegen. Das ist klasse. So, ja, ich muss die Flugzeuge abschirmen. Auf alle Fälle. Das geht nicht. So, den hier hin und den hier hin. Zum Glück kommen die Buggys so weit. So, und dann sollte der nicht hier. Also theoretisch kann der da auch da vielleicht rum. Aber das wird der. Ne, mit denen kann er ja hier nicht lang. Nee, das wird nicht funktionieren. Also mit den Ghosts wird er hier nicht rankommen können. Das ist ja das, was wir unter allen Umständen verhindern wollen. So, mit dem kann ich wahrscheinlich auch nichts beschießen. Nö. Hier auch nicht. Nein. Ja, was machen wir denn hier mit dem? Der ist natürlich ein bisschen unangenehm, der Geselle. Hier sind zwei Felder, von denen ich nicht weiß, ob die, ja, besetzt sind oder nicht. Ich glaube, die sind besetzt. Alles andere wäre, denke ich, wahnwitzig, wenn man das nicht annimmt. So, wie viel hat der? Der hat drei. Der ist voll, fast voll. Jetzt ist die Frage, wird der überhaupt, wie weit können die nochmal? Der kommt 12 Felder weit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nee, die kommen da nicht hin. Das heißt, wenn er keinen Genom hat, kann er mich da nicht erreichen? Also wenn hier ein Genom von oben noch kommt, dann hätte ich ein Problem. Aber sonst, der kommt auch 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, er kommt sowieso nicht so weit. Ja, okay. Dann heißt das, ich könnte den Dragon sogar hier hinziehen.
In der nächsten Runde kann ich ja die Stadt einnehmen. Dann werden wir mit Waffe B den Dämon beseitigen. So. Genau. Okay. Dann ist der weg. Wunderbar. Und dann werden wir ja mit dem natürlich auf den schießen. Ganz klar. Immerhin. Einen hat er nochmal getroffen. So. Okay, so und dann werden wir uns, glaube ich, hier ein bisschen weiter zurückfallen lassen. Ich denke, das ist das Beste, was wir machen können. Ja, die Mine kann sowieso nicht weiter vor. Dann werden wir hier den Elixier hinziehen, ganz klar. Ja, und den Troll hier hin und den Dämon hier vor. So, daraus wird ein Schuh. Bedeutet, wir dürften jetzt nicht zu sehen sein. Außer mit dem Dragon, aber der ist ja vor Artillerie gefeit, da er schließlich eine Lufteinheit ist. So, okay, den, ja, den kann ich da an sich nur stehen lassen. Der wird den auch nicht schaffen. Ne, dann ist das so. Dann lasse ich den da auch. Er dürfte ihn aber keinesfalls sehen. Also, das sollte nicht der Fall sein. Hier können wir leider nicht mehr bauen. Wobei, wir können den Vader auch hier unten hinziehen. Na, da will ich nicht hin. Noch nicht. Wir können den Vader natürlich hier hinziehen. Und dann können wir hier noch weiter bauen. So, immerhin geht das noch. So, Lay Rills, ja. Wir bauen hier noch weiter. Ach so, jetzt habe ich hier Straße gebaut. Na gut, das geht natürlich auch. So, Lay Rills. Ich habe ja schon die Erfahrung gemacht, dass bei schlechtem Wetter das nicht funktioniert. Aber scheint ja hier zu gehen. Ja, kann ich dann hier noch. Ne, ich kann nur die beiden. Die habe ich jetzt aber mit Straße und Schiene ausgestattet. Okay. So, ja, hier kann ich nicht viel mehr machen. Der Genom ist ja für uns eh ungefährlich. Abgesehen von den Flugzeugen natürlich und die Ghost gerade auch. Die werden hoffentlich auch nicht mehr zurückkommen. So, ja, der hier kann gar nichts mehr machen. Das ist sehr bedauerlich. Und der hier hat ja noch eine Planung geladen, richtig? Ja. So, das heißt, den werde ich dann. Na, der kommt auch nicht viel weiter nach hinten. Egal. So, ja, der Schlamm ist natürlich exzellent. Ja, klasse, unser Troll kommt nicht mal mehr ein Feld vor. Das ist super geil, echt. Naja, wir werden hier erstmal alles füllen. Der hat es auf jeden Fall nötig. Der auch. Der auch. Ja, im Grunde haben die es alle ziemlich nötig. So, und der ebenfalls. Ja, an sich will ich da oben auch noch wissen, was da Sache ist. Ja, zum Glück sind die an der Straße. Man kann jetzt sogar sagen, vom Glück, dass ich die vorher auftanken wollte und jetzt das Wetter umschlägt. Aber naja, gut. Heavy Rainfall hat es ja auch schon angedeutet. So. Der kann sich noch ziemlich gut bewegen. Welche Einheiten müssen denn repariert werden? Der nicht. Der kann sich dann mal hier nach Norden bewegen. Der ja. Wie sieht der aus? Der ist auf jeden Fall auch. Der hat auch eine Reparatur fällig. Den ziehe ich mal hier hin. Den hier hin. Wie viel habe ich? 23, 22. Das ist super. Ja, der kann sich leider nur noch auf Straße bewegen. Das ist schade. Aber naja, so ist das eben. So, dann ziehen wir den hier hin. Der muss auch eine Reparatur bekommen. Ja, an sich brauchen die alle eine Reparatur irgendwie. Dann kann ich den aber einen vorziehen. Und ja gut, dann kann er den auch füllen. Und dann kann der hier sich hier hinstellen. Der ist. Ja, der kann auch hier hin. So, dann kann der auch noch aufgetankt werden. Der hat ja auch kaum noch Sprit. Dann kann ich den auch nochmal hier. So, wunderbar. Und dann geht der hier hin. Und jetzt kann ich hier eine Rundumreparatur machen. Erstmal, ja, obwohl, nee, ich sollte erstmal nicht füllen, ich sollte reparieren. Das ist klüger. So, der hat schon mal drei. So, der zwei. Der zwei. Der drei. Und der vier. So, wie viel habe ich noch? Ich glaube, ich habe noch genug, um alle zu füllen. Das heißt, dann muss ich wieder mit dem Alkohol und dem Algol ran, um den Sinus aufzufüllen. So, jetzt sind ja aber alle wieder super in Schuss. Der kann sich kein Stück bewegen. Ja, das ist wunderbar, echt. Kann der Samurai sich noch bewegen? Ja, immerhin. So, der kommt dann hier runter. Und die können sich auch nicht mehr bewegen. Eieiei. Ja, das sorgt nicht unbedingt dafür, dass ich mich hier besser fühle bei den Wetterbedingungen, muss ich sagen. Ja, besonders, wenn jetzt die Wetterbedingungen so sind, dass wir gar nicht mehr vorankommen. Wir haben eh schon nicht so viel Zeit. Und, also vermute ich mal. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Dementsprechend ist das ein bisschen. Ja, hier können wir nämlich nichts mehr hinsetzen. Dementsprechend ist das ein bisschen besorgniserregend. Aber gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne?
Also so schlimm ist es, glaube ich, noch nicht. Aber wir sind ja relativ am Anfang. Aber trotzdem sollten wir ein bisschen aufpassen. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir natürlich einen Dämon. So, den könnten wir angreifen an sich. Ja, wir können den mit dem Sinus reparieren. Unser Ranger ist auch definitiv agil genug, um wieder zurückzufahren für eine Reparatur. Das heißt, den können wir ohne Probleme anknabbern. So, ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Dann ziehen wir uns mal hier hin zurück. So, der kommt ja nur noch da rein. Und der auch nur noch da rein. Ja, das ist. Ha, ja, klasse. Ja, dann kann ich den hier reinziehen und in der nächsten Runde kann der Technotrax dann zumindest auf die Straße fahren. So, oder sogar direkt hierhin. Genau, das geht natürlich auch. So, und der hier kann gar nichts machen, das ist super. Hier kann ich auch nichts machen, außer das, was ich gerade gemacht habe. Ja, der Snake könnte natürlich, der blockiert ja hier nichts mehr. Ja, hier kann ich ja nicht hinziehen, ne? Nee. So, das heißt, der Snake kann auch durchaus mal jetzt auf den Genom. Der kann sich jetzt dann mal wirklich ein bisschen ausbilden. Ja, nimmt auch direkt 4 Stück ab. Das ist super. So, haben wir noch was, was irgendwie auf den schießen kann? Nein, hier ist nichts mehr drin. Hier werden wir in der nächsten Runde sein oder unser ursprüngliches Lager wieder zurücknehmen. Und mehr sehe ich jetzt nicht, was wir machen können. Ja, dann Rundenwechsel. Irgendwie kann man sich ja immer behelfen. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Okay. Er trifft. Ja gut, okay. Wenn er meint, dann ja, tut er das wohl. Der hat noch einen. Ach ja, klar, den habe ich ja kaputt geballert. Richtig, richtig. Stimmt, stimmt. Ja, okay. Das war irgendwie erwartbar, dass er da auch irgendwie Flugabwehr hat, aber damit müssen wir halt leben. Besser als von einem. Ja. Besser als von einem Ghost zerlegt zu werden, habe ich jetzt gesagt. Aber okay, die hat verfehlt. Jetzt ist aber auch gut. Also viel mehr muss es jetzt noch nicht sein. Boah, ja gut, der hat aber auch schon Flügeleinstrich vorher gehabt. Ja. Gut, die Mine ist jetzt natürlich das Opferlamm, das ist völlig klar. Die zerlegt er jetzt komplett. Boah, es ist schon echt brutal, ne? Also, meine größte Hoffnung ist, dass der da nicht noch irgendwie was hinschickt. Ja, super. Ja, die Dragon dürfen nicht runterkommen. Also, wenn die da jemals zu uns irgendwie finden, dann wird das nicht lustig. Ja, der wehrt sich wenigstens noch. Boah, ist kaputt, der Klasse. Er hat aber wenigstens 3 verloren noch. Okay, immerhin. Dann wird der nochmal Erfahrung verlieren. Ja, der kommt auch nicht ran. Sehr gut. Ja, irgendwie müssen wir unsere Flieger schützen, ganz klar. Wir haben nicht viele von denen und die sind sehr, sehr wertvoll für uns. Also müssen wir da alles für tun, dass sie nicht zerstört werden. Und das ist, glaube ich, jetzt der einzige Weg gewesen. Denn seine Ghosts sind auf jeden Fall mit größerer Reichweite ausgestattet. Außer unser eigener Ghost. Aber es bringt uns ja nichts, wenn wir nur den Ghost in Sicherheit bringen. Und der uns dann vielleicht noch zwecks Spritmangel nachher abschmiert oder so. So, das war an sich ein guter Kampf, denke ich. Mehr macht er auch nicht. Na gut. Na, was macht er jetzt? Er kann ja mit dem Ranger nicht raus. Das würde mich wundern. Oh, er fährt auf ein Sting. Na gut. Ist damit weg. Sehr erfreulich. Wieder eine Partisaneneinheit weniger. Ja, du kommst da nicht raus, Freundchen. Dafür sorge ich schon. So. Ja, genau. Dann werde ich jetzt ganz klar das Lager einnehmen. Völlig logisch. Zielgebäude besetzt in der Kontrolle. Erwarten neuen Auftrag. Ehre dem Ruhm. Dadurch haben wir jetzt einen Ranger. Das ist auch erfreulich. So, und den müssen wir hier unbedingt reinziehen. Auch der, ganz klar. Ja, an sich müssen wir irgendwie alles reinziehen. Aber ja, bevor hier nachher wieder ein Ranger kommt. Ich fürchte leider, der muss halt nochmal eine Runde hier ausharren. Aber ich muss das blocken hier. Das geht nicht anders. Der kann natürlich hier wieder Feuer frei. Ja, immerhin. So, der hier kann leider gar nichts machen, aber naja, so ist es eben.
Der kann auch dahin. Der kann auch dahin. Ja, ich könnte mich sogar noch weiter zurückziehen. Wenn ich den reinziehe, dann kann der dahin. Ich hoffe mal nur, der Buggy kann. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Den Buggy. Ach so, der kann. Haha, ja, okay. Nee, ganz klar. Dann machen wir das. Dann ziehe ich den hier vor. Das ist, denke ich mal, so okay. Der kann ja auch bei dem Wetter dann nicht mehr so super viel fahren. Ja, ich denke, das gefällt mir. So, den werde ich dann erstmal. Oder ich werde den rausziehen und gucke mal, ob der gut aufklären kann. Hierhin. Na gut, okay. Ja, gut, klar. Er klärt ja auch schon innerhalb von Garson auf. Also hat das jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Schade, aber naja. So, dann werden wir jetzt natürlich. Wobei, Moment. Nee, wir machen jetzt den hier. Zack, zack. Lay Rills. So. Kommen wir jetzt hier schon rüber? Ja, tun wir. Das ist gut. Dann können wir uns das Aldinium sogar schon schnappen. Also. Ja, wie machen wir das am besten? Wie weit können die nochmal? Wir haben natürlich den hier noch. So, der. Ah, der kann bis da vorne hin. Das ist natürlich sehr, sehr erfreulich. Okay, so, dann ziehen wir den hier hin. Weil das Aldinium ist ja eh. Das blockiert ja eh. So, dann ziehen wir den hier hin, ganz klar. So, und dann Contents. Ach ja, der Orion ging ja nicht da rein. Ah, das ist ja Mist. Ah, ist das ein Mist. Naja, gut. Ja, dann ziehe ich den hier raus. So, dann passt das. Wenn er den Dolmen jetzt abschießt, naja, dann ist es eben so. Können wir auch nichts dran ändern. So, die Anaconda, die werde ich hier lassen. Die wird jetzt aber seinem Gedom zu Leibe rücken. Ja, sehr schön. Ja, der versucht ja auch echt immer weiter durchzukommen. Naja, der ist so langsam in der Reserve, der jetzt so gut wie. Okay. Ja, den können wir natürlich auch zum Schutz da reinziehen. Ja, ich weiß nicht, der wird uns wahrscheinlich noch. Kann der mal bitte treffen? Das wäre nett, der trifft da nicht. Also, sind die Dinger überhaupt zu irgendwas gebrauchen? Also, jetzt mal wirklich. Also, so langsam wird es aber ein bisschen lächerlich. Also, naja, so. Der kann füllen. Ja, sollte auch. Die Anaconda hat nämlich nicht mehr allzu viel Sprit. So. Okay. Der kann nichts machen. Nö. Der könnte höchstens, ich hoffe mal, der wird hier nicht irgendwie mit irgendwas vorfahren. Aber die Wetterbedingungen, wie gesagt, die sind so, also der kann wahrscheinlich eh nichts wirklich schnell fahren. Von daher passt das schon. So, dann werde ich den hier hinziehen. So, der kann dann meinetwegen. Ja gut, dann habe ich den gefüllt, passt auch. Die anderen sind ja eh zu nichts Nutze hier, die Menhir. Auf zwei Entfernung trifft er jetzt mal. Ja klar, Das ist logisch, dass er auf zwei Entfernung plötzlich alles weghaut. Und auf fünf oder auf vier gar nichts. Nee, nee, das, obwohl der andere hatte. Eins, zwei, drei. Okay, ja, was weiß ich. Funktioniert. So, den ziehe ich dann mal auch hier vorne hin wieder. So, obwohl. Ah, nein, 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 nein. Ich muss aufpassen. Die dürfen natürlich immer noch nicht an uns ran. So, den kann ich hier reinziehen. Der ist sicher damit. Das ist gut. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass der immer noch nicht an unsere Flieger hier rankommt. Ganz klar. So, da habe ich jetzt nämlich schon an sich einen Fehler gemacht, denke ich. Nee, nicht ganz. Okay. Zack, zack. Ja, wie gesagt, wir müssen da unter allen Umständen sicherstellen, dass es nicht passieren wird, dass er herankommt. Wir können natürlich auch, ich weiß nicht, ob der mich sieht, aber der könnte locker hinterher, dann wird er die kaputt machen. Ich hoffe natürlich, dass er sich hier irgendwie den Sprit einfach rausbrennt und dann, ja, uns irgendwann nicht mehr hinterherkommen kann, sodass ich ganz sicher, ja, einfach zum Hauptquartier zurückkomme. Das kann ich natürlich mit dem hier schon versuchen. Ja, doch, das mache ich auch. Ich ziehe den mal hier hin. Dann lasse ich den natürlich wieder steigen. So, also es wäre. Nee, die können hier aber auch jetzt nicht so. Also wahrscheinlich schon. An sich können die natürlich hier rüberfliegen, aber also, das ist Verarsche. Wenn die hier lang kommen, der kann den nicht sehen. Und wenn der dann noch irgendwie genau an den Ghost daran zieht, also dann weiß ich nicht. Dann würde ich mich verarscht fühlen. Auf jeden Fall. So. Die sind hier voller Sprit, das ist klasse. Der auch. Der wiederum kommt nicht weit. Ja, dann ziehen wir noch den mal hier hoch, oder? Ja, das machen wir. So, und die kommen hier irgendwie auch lang. Ja, der hat den hier abgeräumt, das ist gut.
Den können wir hier wieder zurückziehen. Und dann kann der hier den direkt mal reparieren und auch natürlich füllen. So. Okay. So, der ist auch wunderbar frisch. Den ziehen wir dann mal hoch. Nein, natürlich nicht angreifen. Die sind hier alle sehr frisch jetzt. Ja, die Snake, die können sowieso nicht viel machen gerade. Stimmt, der ist natürlich. Wie machen wir das? Der kann hier hin. Der fährt an den ran. Der fährt hier hin und füllt. Und der fährt hier hin und füllt. Und der hier, nein, nicht Info. Der kann den reparieren und natürlich auch füllen. Zack. So, dann sind die ja alle wunderbar zurecht. Der auch. Ja, die Komet sind hier echt sehr, sehr wertvoll, habe ich das Gefühl. Die können sich nämlich sehr, sehr exzellent hier bewegen. Das freut mich ziemlich, dass wenigstens die noch irgendwie vorankommen. Ja, unser Samurai nämlich nicht, wie es aussieht. So, den ziehe ich mal hier vor. Ja, die haben auch kaum noch Sprit. Ja, den lasse ich da einfach mal so stehen. Und hier, der kann immer noch nicht weiter, ne? Nö. Ja, das ist ja klasse. Der auch nicht, dann brauche ich es auch gar nicht probieren, fürchte ich. Ja, die Festung kommt da auch nicht weg. Wofür haben wir die da überhaupt? Keine Ahnung. Wie ist sie da überhaupt hingekommen? Fragen über Fragen. Naja. So. Ja, können wir sonst noch was machen? Wir haben hier Aldinium eingesammelt, oder? Nee, Quatsch, das haben wir mit dem Snake gemacht. Der Vader kann, ja, der kann natürlich die Minen aufsammeln. Ich hoffe nicht, dass der uns jetzt hier sieht. Ja, wahrscheinlich doch, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sieht er uns. Machen wir uns nichts vor. Er wird uns sehen und einfach mal komplett zerstören. So, der Minier hat wieder Sprit. Hier haben wir nichts mehr zu machen. Die Mine kann sich nicht bewegen. Hoffentlich schießt er sich noch auf die ein. Hier ist nichts mehr, was wir machen können. Was können wir denn hier noch bauen? Nichts, was wirklich mobil ist. Wie viel kostet denn Anaconda? 18, 16, ja, aber die bringt uns auch nichts. Nee, ich fürchte, ja, Snake ist auch leider auf Schlamm nicht zu gebrauchen. Die sind hier natürlich drin. Ja, dann war es das. Dann können wir in dieser Runde nichts weiter tun. Ja, außer den hier wieder rausziehen. Klar, das geht natürlich schon. Sondern vergessen wir den auch nicht. Ja, und das war's. Dann gucken wir mal, was er macht. Ja, ihr seht das. Jetzt vergeht Runde um Runde und es ist nicht wirklich viel, was wir jetzt irgendwie an Vormarsch schaffen. Also, Ja, klasse. Unser armer Bunker. Dafür ist er jetzt voll ausgebildet. Naja, gut, immerhin. Der trifft immer noch nicht. Erfreulich. Was wird das da? Oh, ja, es wird ja immer schlimmer. Ja, gut, dass ich die Flugzeuge abgeschirmt habe. Das kann man echt vergessen. Ja, klasse. Und der hier, der ist richtig extrem mittlerweile, dieser Dragon. Ja, der hat zum Glück nur noch vier, aber trotzdem ist er sehr gefährlich. Mit der Erfahrung vor allem. Ja, ich hoffe, die saufen ihm irgendwann ab und der ist so blöd und lässt die mit dem Sprit irgendwo versickern. Das wäre nett. Denn sonst haben wir mit denen ein Problem. Wenn ich meinen Ghost nicht zufällig da dann zu dem Zeitpunkt zur Verfügung habe. Aber unsere Einheiten sind ja gerade ein bisschen gebunden durch seine Flugüberlegenheit oder Luftüberlegenheit, die er da hat. Ja, der zieht weiter fleißig vor. Ich frage mich ja wirklich, warum der da immer in den Nahkampf geht. Aber vielleicht bleibt ihm gar keine Wahl. Der Partisan hat also auch Artillerie. So, so. Ah, da ist wieder ein Vader. Ah ja, ah ja. Okay. Huch, was war das denn? Last Message. Ja, okay. Im Zweifel, wenn ich der Meinung bin, dass wir eine Meldung verpasst haben, es gibt nämlich nur noch eine, dann, ja, keine Ahnung. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt irgendwie ein Bug ist und wir da nichts mehr von sehen, aber im Zweifel lese ich das vor, wenn wir diese Meldung vorher nicht bekommen haben. Oder, also vor dem Kartenende spätestens.
So, den müssen wir hier auffüllen. Das machen wir auch. So, den werden wir reparieren und füllen. Ganz klar. Und den werden wir auch reparieren und füllen. Ja, wir müssen hier die Vorräte natürlich nutzen, denn es hat ja keinen Sinn. Wir müssen hier unbedingt irgendwie ran. So, der kann nicht so weit. 9. Naja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, hier könnte ich also agieren. Verstehe. So, der kommt auf jeden Fall mal rein, das ist klar. Dann werde ich den hier hinziehen. So, der ist ja frisch. Der hier kann nirgendwo hin. Okay, so. Der wurde nicht abgeballert, das ist schon mal erfreulich. So, das heißt, ja, den Snake kann ich natürlich wieder zurückziehen. Der kann dann an sich das Lager erobern. Aha, der kann sogar. Das bringt uns aber natürlich erstmal nichts. So und so. Lay Rills, jawohl. Und der hier kann wahrscheinlich sogar noch hier. Ja, kann er auch. Wunderbar. Produce, Straße, jawohl. Ja, hier Straße. So, das ist sehr gut. Und der hier kann nichts mehr machen. Genau, ja. Okay, der kann aber jetzt ein Ziel ins Visier nehmen. Sehr gern macht er das. Ja, natürlich, einer bleibt stehen, sicherlich. Ach, schade. Aber wir können dem trotzdem den Rest geben. Nee, können wir nicht. Oh, das war dumm. Ah, das war so dumm. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, klasse. Tschüss, Ranger. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Ja, jetzt sehen wir wenigstens, was da steht. So, und die können hier gar nichts machen. Ja, die sind jetzt beide in der Reserve. Ich weiß natürlich nicht. Keine Ahnung. Also, ganz ehrlich, er sollte ihn nicht sehen können. Ich kann ja auch nicht ewig hier stehen lassen. Ich muss ja auch irgendwie mal weiterkommen. Es ist ja nun mal so. So, dann ziehe ich den jetzt nämlich hier ins Haku rein. Zack, dann wird der gefüllt. Wunderbar. Und dann rücken wir hier mal, ja, ganz langsam vor, würde ich behaupten. Ja. Ja, aber wirklich nur langsam. So, und den hier, den werden wir hier weiter nach oben schicken. So. Der wird hoffentlich irgendwie irgendwas herausfinden können. Ja, und die sind natürlich sehr, sehr super. So, hier ist nichts. Aha. Und hier ist auch nichts. Und hier ist, ja, wir sollten natürlich ein bisschen aufpassen, aber ein Ranger wird er uns nicht direkt in einem Schuss zerstören. Der ist auch super. Der kann auch nur hier hin. Ja, klasse. So. Ja, und der ist auch gut. Ja, dann können wir den auch gleich hier hinstellen. So. Okay. Dann kommen wir hier ein bisschen mit der Panzerarmee an. Die können sowieso nichts mehr machen. Ja, der kann ja theoretisch doch. Ich ziehe die mal hier rein. So, so. Der kann leider nur einen weiter. Schade. Der kann dann hier lang. Ja, das passt. Und der Samurai. Der kann auch nur ein Feld weiter. Die wahrscheinlich gar nichts, richtig. Oh, es ist übel. Das ist echt, echt übel. Ich hoffe, dieses Kackwetter wird mal wieder weggehen. Die wievielte Runde haben wir denn jetzt? Die achte. Okay, ich hätte jetzt zehnte gedacht, aber es geht ja noch. So. Da ist ein Stormbringer. Der ist auch nicht gerade angenehm. Können wir irgendwas angreifen? Nö. So, dann zack, zack, füllen. Ja, den mal. Der hat nämlich kaum noch Sprit. Und die Anaconda können wir natürlich hier ganz vorne mit ranziehen, prinzipiell. So. Und den Buggy. Ja, jetzt brauche ich ja eigentlich eh nichts mehr blocken da. Den Buggy kann ich ja auch wieder vorziehen. So. Und der Orion. Oh, der kommt jetzt sehr gut weiter. Das ist schön. Dann gucken wir mal. Ja, viel mehr sehen wir dadurch jetzt gerade auch nicht. Leider. Dann ziehen wir den Troll mal hier hin und den Dämon da. So. Ja, wie weit können die denn gucken? 4. Ja, niemals. Niemals sehen die den. Also, ja. Okay, der Vader. Der könnte natürlich irgendwie weiter, aber da sehe ich jetzt gerade den Sinn nicht, vor allem nicht mit dem Archimedes. Oh, der hat keine Munition mehr. Oh, mein Ranger ist gerettet. Es sei denn, er hat hier irgendwo einen Alcor. Aber das ist natürlich sehr, sehr, sehr super jetzt, finde ich. Jetzt ist die Frage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das Problem ist, ich möchte den natürlich auch nicht irgendwie verheizen oder den Medusen zum Fraß vorwerfen, aber ja.
Den können wir rausziehen, das mache ich auch. So, der wird da trotzdem gut getarnt, würde ich behaupten. Den kriegen wir nirgendwo hin, ne? Richtig. So, den können wir potenziell natürlich auch noch ein bisschen hier vorziehen. Aha. Aha. Okay, da haben wir ein interessantes Ziel. So, hier werden wir uns schön wieder mit Tarnung zusetzen. 1, 2, 3, 4, ja. Hier ist eine Medusa. Die Medusa kriegen wir leider nicht, denn da ist auch sein Stormbringer in Reichweite. 6, 7, 8, 9. Ne, der wird uns niemals erreichen. Das heißt, ja, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, die werden uns sowieso. Ah, ist das ärgerlich. Die werden uns sowieso jederzeit beschießen. Ja, aber ich will da unbedingt vorne ran. Es sei denn. Ja, das machen wir. So, jetzt sollte er den nicht sehen. Dementsprechend sollte seine Medusa auch nicht auf den Dragon schießen können. Ja, hier müssen wir sehr gut mit Tarnung arbeiten, ohne Zweifel. So. Okay, der kann nur noch Aktionen machen, aber keine sinnigen mehr. Der hier kann, ja, an sich natürlich alles mal hier auffüllen in seinem Umkreis. Da den und den und den Dolmen. So, meinetwegen auch nochmal den Planum. So, mehr kann er nicht machen. Und der hier, ja, der ist. Ja, nee, ich habe ja mit dem schon. 3, 4. Nee, ich habe ja mit dem schon getestet, dass er hochfliegend ist. Denn die können ja nur auf Tieffliegende. So. Ja, der kann ja leider auch nicht auf den Vader schießen. Ah, ist das ätzend. Ja, gut. Müssen wir halt uns mit abfinden. Nach der Snake kann sogar dahin. Das ist ja nett. Der hat aber nichts drin, richtig? Nee. So. Ja. Das ist diese Runde wieder. Ja, ist leider gerade ohne Ton. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob ich die Musik an- und ausstellen kann, ob das was bringt. Aber vielleicht. Aha, jetzt trifft er auch mal. Tatsächlich. Okay. Okay. Uiuiuiuiuiui. Okay, ja, lustig. Ja, sicher. Ich hoffe, ja, wobei es ist ein Pulsar, der ist ja schwächer als ein Dingens, der sollte nicht weg sein. Ja, es ist zwar trotzdem ärgerlich, aber naja, er ist nicht weg. Das ist die Hauptsache. So, und der Archimedes kann er nicht mehr. Ja, klasse, jetzt hat der da ein X. Ich hoffe mal, der hat einfach bald keine Munition mehr. Das wäre natürlich auch okay, dass der Dragon dann gar nicht mehr schießen kann. Das ist der Wahnsinn, echt. Ja, okay, der Dragon ist ziemlich fritte von ihm. Ich hoffe mal, der ist dann auch wirklich, wirklich kaputt irgendwie. Der andere, ja, ich kann nur hoffen, dass sie einfach keinen Treibstoff mehr haben. Ansonsten wird das sehr, sehr bitter, wenn er da irgendwann angegeiert kommt. Ja, er produziert sicherlich. Was auch sonst. Ich hoffe mal, diese Nachricht, die wir da gerade nicht empfangen konnten, die ist einfach eine meteorologische Sektionsnachricht, die sagt, hey, es wird wieder besseres Wetter. Ja, er hat einen Ranger verloren, das finde ich auch gut. So, was macht er jetzt hier? Er hat ja auch noch einen Ranger verloren von uns. Ah, ja, er hat sich auf Straße gestellt, das ist sein Todesurteil. Der schießt weiter auf den Dämon, das finde ich gut. Ja, stimmt, er nimmt ja die Eroberungseinheiten primär ins Ziel. So. Oh, ja. Dann war das tatsächlich. War meine Vermutung wirklich richtig? Das ist ja der Hammer. Und das finde ich jetzt heftig, wie schlecht wir vorher aufgeklärt haben, aufgrund des Wetters allein. Okay, so, der Stormbringer. Ja, wie sieht das denn hier aus, bevor wir uns um den Stormbringer kümmern? Ja, okay. Unser Tanker ist entkommen. Man sieht's, definitiv. Der kommt uns nicht mehr hinterher. Das finde ich klasse. Den werden wir selbstverständlich reparieren und auch füllen. Und ja, wo ziehen wir den denn dann hin? Also er soll ja trotzdem hier meinen Ghost nicht weiter behaken können. Ich denke mal, hier ist sicher. So, ja.
Wunderbar. Okay, das ist super. Dann gucken wir mal, was wir hier so kriegen. Aha, meteorologische Sektion. Das ist doch jetzt erst. Ja, die klare Luft bietet gute Weitsicht und so. Ihr wisst Bescheid. So, also ich hätte es jetzt auch wieder vorlesen können, aber ganz ehrlich, ihr wisst mittlerweile die Nachricht wahrscheinlich auswendig. Also, ja, der kann hier wirklich nicht. Das ist ja der Hammer. Also, hä? Wofür ist er denn dann da? Ich kann ja höchstens Straße bauen und dann kann er hier runter. Aber naja, so. Der kann sich dann auch mal hier drauf bewegen. Zack. So. Wunderbar. Der hier geht auch mal vor. Der wird dann natürlich aufgetankt. Ganz logisch. So. Zack, zack, zack. Wen kann der denn hier auffüllen? Den Snake und den hier. Ja, und dann rücken wir hier mal ganz klar vor. Da ist ein Troll. Dem können wir aber. Wieso kann ich denn hier mit nichts irgendwie hin? Das ist doch ein Witz. Naja, gut, dann müssen wir wohl den Komet nehmen. Ja, hilft ja nichts. Ja, das tut weh. Aber wir kommen ja nicht mit nichts anderem ran. Die Technotrucks sind ja irgendwie gerade ein bisschen lahm. Naja. Aber wir müssen hier durch, ganz klar. Da sind auch Verluste halt nun mal der Fall. So, der hat keinen Sprit mehr, klasse. Ja, damit anzugreifen wäre ein bisschen blöd, fürchte ich. So, dann können wir mit denen hier hin. So, die bringen wir hier weiter in Position. Ich hoffe, der schießt sich weiter auf seinen Dämon ein, das wäre nett. Ja, und den können wir ihm jetzt nehmen. Ja, ganz klar, das machen wir auch. Dann hat er einen Vader weniger. Zack. Und er trifft auch nicht zurück, das ist gut. So, den können wir an sich dann sogar so stehen lassen. Ja. Okay, dann sehen wir ja schon mal recht viel. Gut. Ja. Können wir denn hier irgendwie? Ne, auf dem Gelände können wir nichts machen. Ja, wir wollen ja weiter vor. Obwohl, da ist ein Dämon. Was macht der denn da? Das ist ja interessant. Wie weit können wir denn vor? Wir könnten auch da. Ah, nee. Nee, Moment, wenn ich den hier hinziehe, ist das okay. Und den ziehen wir dann dahin. Ja, doch, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. So, die Anaconda geht erstmal hier hin und schießt den hier ein bisschen an. Wahrscheinlich trifft die eh nur einen. Ja, immerhin zwei. Das geht auch. So, unser Schienengeschütz kann nicht mehr schießen. Das ist doof. Das finde ich sogar sehr doof. Moment, wie werden wir es machen? Wir ziehen den Vader mal hier hin, den dahin und produzieren hier Straße. So, dann werden wir den hier hinziehen und mal das Schienengeschütz auffüllen, das jetzt wieder schießen kann. Okay. Ja, das Ding ist interessant. Ich muss ja ehrlich zugeben, der ist sehr, sehr interessant. Aber solange der keine Munition hat, ist er keine Gefahr für uns. Ja, ich denke, ich lasse den auf den Sting schießen. Der ist auch keine große Gefahr für uns. Ja, je nachdem, wie man es sieht, ne? Andererseits haben wir auch die Buggies. Wir können ja mal gucken, was hier so Sache ist. Wenn wir hier so rumfahren. Aha, hier ist nämlich nichts. Das ist gut. Ja, dann machen wir hier so langsam den Vorstoß. Immerhin einer. So, und der Buggy kann dann, ja, ich würde sagen, ich lasse den da sogar stehen. Ja. So, und der hier kann dann, der hat eh keine Erfahrung bisher, ganz ehrlich, der stört mich da ziemlich, der Dämon. Dann hier kommen Nahkampf, wir können ihn reparieren, egal. Zack. Ja, einen verloren, es geht sogar. Und dann stellen wir dich auch hier. So. Ja, jetzt sehen wir nämlich sehr, sehr viel. Und was wir sehen, freut uns, denn. Ja, Lay Rills. So, wunderbar. Denn wir sehen, dass hier tatsächlich nicht mehr viel übrig ist. Das ist schön. So. Den ziehen wir jetzt natürlich gut weiter, ganz klar. Ja. Der hier hat. Ja, der hat viele interessante Ziele, aber der ist da oben aktuell am störendsten, würde ich behaupten. So, okay.
Den müssen wir dann nämlich auch wegkriegen, denn der blockiert auch irgendwie wahrscheinlich durch den Wald irgendwie. Und ja, hier haben wir am wenigsten erstmal Spielraum, denke ich. Also ballern wir erstmal den weg und danach können wir uns schon hier um kümmern. So, der Snake hatte Aldinium geladen, richtig. Das heißt, der fährt hier mit mal rein, zack, und dann haben wir mehr Material. So, der hier braucht nicht raus, das ist egal. Den ziehen wir mal hier hin und füllen den hier auf. Und die ziehen hier alle brav weiter ran. Der kommt sogar so weit, das ist herrlich. Ja, jetzt sehen wir die nicht mehr, aber das ist uns auch egal. So, wir müssen jetzt natürlich als das nutzen, dass wir hier ganz wieder wunderbar weit fahren können. Na, so, den können wir hier ranziehen, meinetwegen. Hier muss ich jetzt gerade nicht hin. Ja, den könnten wir natürlich ebenfalls in Stellung bringen. Wie war das? Hier haben wir, nee, hier haben wir keine Einheiten drin. Dann ziehen wir den natürlich hier auch ran. Der hat Einheiten drin. Genau. So. Und die ziehen wir dann hier auch raus. Ja, zwei Dämonen. Naja, gut. Ja, die tarnen dann. Warum nicht? Ist auch nicht verkehrt. So. Und der hier ist auch topfit. Den ziehen wir auch weiter vor. So. Und die Medusa natürlich auch. So, und den können wir nämlich hier jetzt. Ja, den ziehen wir hier maximal ran. So. Ach, schade. Na gut, dann können wir den hier nehmen und füllen so auf. Ja, das ist gut. Und den Troll, den können wir auch weiter vorziehen. Wunderbar. So, hier haben wir ausgekundschaftet. Hier geht's gut voran. Und hier müssen wir gerade gucken. Ja, der Stormbringer kann uns natürlich ein Problem oder ein Dorn im Auge sein. Mit dem können wir leider auf nichts schießen. Mit dem hingegen schon. Das machen wir auch. Wenn er überhaupt trifft mit einem, aber naja. Ja, er ist voll ausgebildet. Ich meine, immerhin. Einer ist besser als keiner. So. Okay, ja, der Dragon ist hier immer noch in großer Gefahr. Ja, Ne, den Ranger will ich nicht verheizen. Der muss zurück, leider. So. Das tut mir weh, aber es ist jetzt so. So, den können wir hier mit angreifen. Der ist ja dafür da. Okay. Fünf hat er verloren. Ja. Den kann ich natürlich auch nutzen, ja, ganz klar. Hierfür. Ja, der Troll darf uns auch nirgendwo reinrennen. Der tut nämlich auch ziemlich weh. Deswegen wäre das unschön. So. Ja, leider hat er hier ja den Stormbringer und der kann auch noch weit genug. Aber, haha, Moment. Obwohl, was ist die größere Gefahr? Der kann nicht auf Bodeneinheiten, also letztendlich ist immer noch der Dragon die größere Gefahr, würde ich mal behaupten. Ja, immerhin einer. So, wenn ich jetzt den in die Zange nehme, ich könnte sogar da dran. Entscheidung über Entscheidung, dann wird er uns aber mächtig zusetzen. Ich weiß nicht. Wie sehr, aber ich glaube, es würde wehtun. Ich möchte eigentlich den Dragon rausnehmen. Aber dann wird er uns mit den Medusen kaputt schießen. Wenn wir aber die Medusa anschießen, dann wird er mit dem Stormbringer und dem Dragon hinter uns her. Wird er den kaputt kriegen? Das ist eine gute Frage. Aber wir werden hier nichts mehr reißen können, wenn wir das jetzt gerade irgendwie nicht riskieren, weil ich möchte ja natürlich auch vorankommen. So, den reparieren und füllen wir, ganz klar. So, der kann mal hier in die Richtung raus. So, der ist nämlich super. Okay. So, ja. Ich könnte natürlich auch an den Pulsar ran, aber das ist alles gerade ein bisschen. Ich hoffe mal, der wird uns den nicht zerstören. So, mit A. Aber der muss raus, dieser Dragon da. So, wir haben zwei verloren. Okay. Das geht. So. Wenn er jetzt natürlich mit keinen weiteren Fliegern kommt, das ist natürlich die Voraussetzung. Aber das werden wir wohl sehen müssen.
Okay, die hier sind ganz okay. Ja, der auf jeden Fall. Hier ist ja sonst nichts drin gerade. Ja, dann müssen wir damit leben. Okay. Runde beenden. Habe ich den Tanker gezogen? Ich hoffe. Aber wenigstens seine Ghosts schmieren ab. Das ist schon sehr erfreulich. Ja, super, da kommt ein Samurai rüber. Das finde ich jetzt nicht so geil. Ah, na gut, das habe ich irgendwie übersehen, dass er natürlich drauf schießen kann. Oder, nee, ich habe es gesehen, aber ja, ich habe es für nicht so wichtig befunden, weil er eh nur noch einen hat. Ja, die haben sich bewegt, aber nicht wirklich viel. Der Stormbringer greift nicht an. Okay. Ich meine, ja gut, und die verfehlt auch. Ja, super, dann ist unser Dragon ja noch super in Schuss. Klasse. Brauchen wir weniger für die Reparatur. Ja, das ist natürlich ein super Ausgang. Solange jetzt nicht noch, ich will es jetzt nicht beschreien, solange jetzt nicht irgendwas Böses noch ankommt. Ja. Der ist echt ein Problem da oben. Den anderen Dragon hat er wahrscheinlich zurückgezogen. Und ich hoffe immer noch, dass der einfach verreckt an Sprit. Oh, ja, super. Der Sting ist in unseren reingefahren. Zum Glück habe ich den vorher geschwächt. Aber ich denke mal, das Ding oder der Komet ist trotzdem nicht unbedingt sicher. Je nachdem, womit der Partisane jetzt, also welches Ziel der Partisane jetzt nimmt. Der hat ja dann den Archimedes stehen. Ja, was ist das da? Der macht nicht mehr viel. Okay, wahrscheinlich hat er dann noch den Panzerzug und die beiden Einheiten hier. Ja, super, jetzt zieht er den weg. Ja, okay, er schießt auf den Techno. Das geht. Der ist ja voll. Hat auch keine Erfahrung. Ja, nimmt natürlich zwei Stück weg. Ist ja ein Archimedes. Ja, das scheint mir auf der Halbinsel da zu stehen. Auf jeden Fall. So, wir haben immer noch gutes Wetter. Das ist erfreulich. Ja, wenn er mit dem Stormbringer nicht angreift, was ich zwar sehr verwunderlich finde, aber durchaus so hinnehme, damit kann ich leben. Dann, ja. Was kann ich denn hiermit noch über einen Haufen schießen? Den. Ja. Ja, ich glaube, ich bilde mich mit dem Excalibur noch mal ein bisschen aus. So, dann nehme ich ihm den da oben. So. Der wird jetzt nämlich auch richtig heftig. Okay. So, was machen wir hier? Ja, wir haben hier einen ziemlich starken Samurai. Ja, wir können natürlich mit dem hier nochmal schießen. So, bald hat er keine Munition mehr, aber naja. So, dann schwächen wir den nochmal. Zack, nochmal einer weg. Immerhin. So, und dann würde ich behaupten, nehmen wir den hier damit weg. Wunderbar. So, damit sehen wir auch, dass da sonst nichts weiter ist. Okay, können wir irgendwie an seine Medusen ran? Das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, aber leider nicht. Ah, es ist ärgerlich. Die hat einen Schuss, die nicht. Okay. Wir könnten einen Ausfall wagen. Wo können wir denn alles ran? An sich nicht zu viel. Wir können hier. Ja, der trifft nicht. Ich hätte es gehofft. Der hat immerhin 4 Striche, aber na gut. Dann kann er halt nicht treffen. Okay. So. Hier können wir. Ja, wie machen wir das denn am besten? Der hat hier. Ja, ich denke tatsächlich. Wir machen das. So. Bevor der nachher noch aufgekühlt wird, das wäre natürlich der Hammer. So, und dann ziehen wir den, ja, hier hin. Ja, dann soll er da halt nochmal drauf schießen, ist mir egal, ganz ehrlich. So, zack, zack, zack. Nochmal. Ja, sicherlich, natürlich bleibt der. Ah, naja, gut. Den lasse ich auch so stehen. Ja, so, und der hier baut jetzt nämlich, zack, so. Straße,
Straße, Straße. So, und dann baut der natürlich auch, nee, nicht Demolish, der baut hier Schiene und dann baut er auch hier Schiene. So, wunderbar. Und der hier, der fährt natürlich, die Anaconda, die kann ich mal hier hinschicken und den schicke ich dann hier hin und der baut hier Schiene hin. So, und dann komme ich hier immer weiter. Ja. So, okay, den kann ich natürlich auch weiter vorschicken. Zack, naja gut, ein bisschen. So, ja, die bringen mir ehrlich gesagt so ziemlich gar nichts. Aber, naja. So, hier habe ich doch den Snake reingezogen, sicher. So, den ziehe ich hier direkt ran. Den brauchen wir schließlich auch. So, und hier hoffe ich mal weiter durchzukommen. Ja, der wurde angeschossen, dann fahren wir mal hier so rein. Wir sehen nichts. Okay, fahren wir mal hier rein. Wir sehen einen Troll. Okay. Ja. Ein Snake gegen einen Troll. Das ist für gewöhnlich ungesund. Wir können natürlich hier... Ich hoffe, da steht nichts. Aha. Okay. Ich wollte nämlich genau das tun. Aufklären. So, wir kommen leider nicht ran. Schade. Schade, schade. Kann der denn in den Wald? Ja, so ein bisschen. Aber nicht so viel, wie ich hoffe. Den kann ich natürlich auch hier ran. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, der kommt noch nicht ganz so weit, aber vielleicht bald. Die muss ich zurückziehen, denke ich. Ja, die sind halt gerade ein bisschen fällig. So, na, natürlich kommt der da nicht hin. Was soll das denn? Egal, so. Der ist voll, den ziehe ich hier auch ran. Der könnte... Ja, der hat einen Sinus. Das ist natürlich unschön. Hm. Der könnte da ran. Aber das will ich nicht. Nee. Das machen wir noch nicht. So. Der Samurai kann nicht durch Wald. Das ist sehr bedauerlich. Aber leider eine Tatsache. So, jetzt können wir nämlich den Ghost hier wieder ranziehen. So, und den ziehen wir jetzt nämlich auf jeden Fall auch mal rein. Der braucht nämlich Sprit. So. Und den hier, den ziehen wir jetzt, genau, maximal weit vor. Irgendwie so hier hin. So, wunderbar. Und der ist schon gestiegen, also lassen wir den natürlich auch so. So, der räumt hier nämlich auch ein bisschen auf. Und unser Archimedes geht hier weiter vor. Ja, wo auch immer seine Ghosts jetzt sind. So, ja, die Medusa kann ich da, denke ich, mal stehen lassen, das passt schon. So, der kann den auffüllen, der kann, kann den auffüllen, meinetwegen. Und der kann den reparieren und füllen, so. Ja, okay, dann ist der schon mal frisch und als nächstes kommt dann natürlich der. Die können hier auch vor, so. Okay, hier können wir natürlich weiter auskundschaften. Oh, ein Flughafen. Ja, okay. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr wertvoll für uns. Also ganz klar, da müssen wir irgendwie hin, denke ich. Ja, ganz klar. Da müssen wir auf jeden Fall ran. Kann der jetzt hier lang? Ja, kann er. Wunderbar. So. Ja, okay. Dann haben wir eine sehr interessante Einheit oder Fabrik gefunden. Ich hoffe mal... Das ist nicht von unserem Verbündeten. Aber sonst haben wir da, glaube ich, eine sehr, sehr wertvolle Entdeckung gemacht. Würde ich mal behaupten. So, den kann ich mal hier ranziehen. Ja, viel mehr kann ich nicht aufklären. Der Troll tarnt nun mal. Ja, was machen wir hier? Ich kann natürlich, wenn ich darauf vertraue... Ja doch, wir machen das. Wir machen das jetzt einfach. Wenn ich darauf vertraue, dass er mit dem Stormbringer nicht angreift, dann... Nehme ich ihm natürlich jetzt hier die Medusa, dann schießt schon mal eine weniger. Das ist sehr gut. So, zack. So, und dann hat er nur noch eine. Dann haben wir irgendwann die volle Luftüberlegenheit. Das ist das, was ich will. Hier darf ich nicht hinfahren, denn sonst schießt er mir den so richtig zu Klump. Ja, so. Okay, den Pulsar können wir aber durchaus einfach mal schießen lassen. Das ist halt so. Und wir werden hier seinen Schuss mal entschärfen. So. Denn, wer weiß, wenn wir da irgendwie nochmal aus Versehen reinfahren, dann könnte das böse enden. Jetzt haben die beide keine Muni mehr. Das ist gut. So, hier ist ja nur noch der Ranger.
Den werde ich, wobei, an sich kann ich den wahrscheinlich sogar gefahrlos oder relativ gefahrlos jetzt schon Richtung Reparatur ziehen. Ja, ich denke schon. So. Ja. Der hier ist okay. Den werde ich hier auch nicht groß weiter bewegen. Er kann auch nichts mehr machen. Das ist okay. Ja. Die können hier weiter vor. Ja, der Dolmen, der, tja, der kann hier einfach stehen bleiben. Ein bisschen auskundschaften. Ja, hier ist sonst nichts mehr los. Hier auch nicht, außer dass wir sehen, dass da ein Flughafen ist. Hier haben wir auch alles gemacht, was wir konnten. Obwohl, stopp, wir können dann natürlich noch der Medusa schießen. Zack, einer weniger, immerhin. Aber der Stormbringer sieht auch so aus, als würde er irgendwann abkacken. Also, wenn er den jetzt immer hin und her zieht, dann wird er auch nicht mehr viel reißen können. Wir können jetzt auch mal natürlich zur Tarnung, ganz klar, den hier weiter vorziehen und den hier. Und dann sieht das doch echt gut aus gerade. Sein Samurai kommt näher. Was macht er denn da oben? Aha, den zieht er zurück. Ach so, ja gut, okay, das war klar. Den konnte er natürlich auch drauf schießen. Trifft nicht. Umso besser. Das habe ich billigend in Kauf genommen. Der wird treffen. Auf zwei Entfernung vor allem. Ja, meinetwegen, tu das ruhig. Wird dich auch nicht retten. Ich dachte jetzt schon, das ist der mit dem Kreuz. Das wäre natürlich richtig lustig geworden. Aber trotzdem wird er sich hier dran auch ausbilden. Naja, gut. Müssen wir irgendwie mit leben. Ja, jetzt greift er an. Okay. Ja, frag mich nicht, warum der ihn gerade nicht angegriffen hat. Okay, zwei, damit kann ich leben, meinetwegen. So, und er hat ja auch nur noch eine Medusa und nicht mehr zwei. Ja, mit dem schießt er auch, das habe ich auch vorhergesehen. Ah, er tut schon ein bisschen weh. Aber das kriegen wir alles hin. Ah, die eine Medusa ist offenbar außer Reichweite. Oder sie schießt noch auf mein Becken. Aber die scheint außer Reichweite zu sein, was mich sehr freut, denn seine Flugabwehr da unten zu schwächen ist ziemlich gut, denn wir wollen auch mit dem Ghost da noch hin. Ja, was auch immer der mit denen da macht. Der Partisane wird mich natürlich beballern, ganz klar. Aha, er zieht seinen Troll vor, sehr entgegenkommend. Ja, der wird jetzt böse Schaden kriegen, fürchte ich. Ja, das tut weh. Der stört. Oh nein, jetzt zieht er den auch noch davor, diese Ratte. Oh nee, also, ja klasse. Wie kommen wir jetzt daran? Gar nicht. Das ist. Komm rein da. Oh Gott, den kann ich wahrscheinlich. Wohl, nee, der Archimedes hat 3 bis 5. Den kann ich nicht knicken. Wenn ich mit dem jetzt angreife. Ja, super. Das tut schon mal ordentlich weh. Aha. Verteidigungsrat Halvar. Offiziere. Eine Meldung von höchster Wichtigkeit verlangt Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Drullische Aufklärer erhielten soeben Kenntnis von einer bislang unbekannten Einheit des Feindes. Unsere Holotechniker erstellten unter diesen Angaben eine 3D-Projektion. Die Scanwerte lassen eine hohe Geschwindigkeit und gut ausgeprägtes Wendeverhalten vermuten. Wir befehlen höchste Aufmerksamkeit in allen Sektoren. Ehre dem Ruhm. Ja, hier wird eine neue Einheit eingeführt, wie auch schon zum Beispiel der Imperator. Dieser Einheit werden wir auch noch begegnen, seid da versichert, aber noch werde ich die nicht weiter erwähnen. Sie ist ja bisher auch nur so ein bisschen erwähnt worden und mehr nicht. Ja, dann müssen wir mit dem jetzt schleunigst wieder zurück hier, wenn er da jetzt Unsinn mitmacht. Aber er fährt sich auch da den Sprit schön raus, das ist gut. So, ja, wie machen wir das am besten? Ich will natürlich hier auch aufklären, ganz klar. Ja, der ist eh, ganz ehrlich. Ich hoffe mal, der schafft den.
Obwohl, kann der? Ne, der kann da nicht hin. Oh nein, der kommt mit seinem Archimedes zurück. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Oder? Was hat der denn da alles? Aha, nur ein Alcor? Ja, klasse, ein Alcor. Aber nee, den Archimedes kriegt er nicht wieder. Zack. So. Der wird uns nämlich, glaube ich, erhebliche Probleme bereiten, wenn er den da wieder zurückzieht. So, und den ziehen wir dann... ja, hierhin. So. Weg damit. Und dann werden wir... Der muss eh repariert werden, ganz ehrlich. So, zack. Direktkampf. Gib ihm. Roll. So. Und der kommt dann mal ja, hier zurück. So, dann ist er auch weg und kann nicht mehr schießen und Ärger machen. Und der kann... Ja, das macht er auch. Der schießt hier auf seinen Troll. Der ist ja noch sehr störend. Zack, direkt zwei Stück. Wunderbar. Und dann muss der auch aufgefüllt werden. So. Der kann ausnahmsweise auch schießen. Sehr schön. Der andere hat ja die ganze Zeit geschossen und der hier kommt jetzt endlich mal dazu. Okay. So. Ja, der hat leider nichts mehr. Ich könnte natürlich... nee, nicht ganz. Schade, schade. Aber so langsam kriege ich die hier zurück. So. Der hier kann sich nicht so bewegen, wie ich mir das erhoffe. Wo kann denn die Eloka-Störeinheit hin? Ja, das wird mir nicht viel bringen. Der kann hier nur so rein. Kann die angreifen? Ja. Sehr gut. Wieder einer weniger? Ja. Okay. So, ja, der Buggy. Das bringt leider auch nicht viel. Der kann ich höchstens einmal... Aha, ja, da sehe ich ihn. Entweder den oder den. Ja, egal, dann den. Dann bildet der sich wenigstens aus. Hat er eh keinen Fernkampf gerade mehr. Zack, zwei Stück. So, da komme ich leider eh nicht ran. 1, 2, 3, 4, 5. Er aber an mich. Da steht der Pulsar. Das ist natürlich die Sache. Ich könnte den auch zurückziehen. Reparieren und dann raus und dann nach oben. Ja, ich denke, das mache ich. Naja, das passt schon. So. Die hier kann eh nichts machen. Das ist aber auch nicht schlimm. So, die lasse ich hier schön alle so stehen. Den Troll hätte ich hier gerne vorgezogen. Kann ich nicht. Naja, schade. So ist es eben. Aha, aha. Okay, das hätte ich anders machen können. Interessant. So, sonst kann ich hier leider nichts beschießen. Doof. Ansonsten könnte ich vielleicht sogar mal... Ja, die kann ja eigentlich eh nicht viel machen gerade. Das ist ärgerlich, aber es ist eben so. So, da kann ich schön Schiene draufsetzen. Jo, das mache ich. Zack, so. Dann habe ich hier mal ganz andere Möglichkeiten. Dann werde ich hier mal auskundschaften und gucken. Aha, da ist nichts. Gut zu wissen. Den Troll nehme ich ihm jetzt natürlich. Ja klar, drei Stück musst du ja noch weghauen, ganz logisch. Aber sowas von. So. Okay, dadurch sehen wir noch mehr. Ja. Das ist irgendwie lustig. Kommen wir da noch raus? Ich hoffe mal. Ach, wir müssen den auch ein bisschen behaken hier. Der haut mittlerweile auch schon rein, vor allem auf kurze Distanz. Ja, und dann hierhin. So, okay. Ah, der ist noch gut. Der ist auch ganz gut. Ja, und der hier ist noch... Der kommt da leider nicht hin. Da kommt nichts hin. Ah, ist das ein Mist. Dann müssen wir den so hinstellen. Ja, die Technotrucks müssen leiden. Das tut mir leid, aber es ist so. Die müssen halt irgendwie jetzt ein bisschen ja, kaputt gehen, fürchte ich. So, den ziehen wir ran. Den Samurai natürlich auch. Kommt der überhaupt noch irgendwo ran? Ich weiß es nicht. Mit dem können wir natürlich jetzt auch minimal tarnen. So, der ist heile. Der kommt dann auch wieder zurück. So,
Und der hier ist kaputt. Der kommt hier hin. Nein, immer noch nicht angreifen. Der hier wird gefüllt und repariert. Zack, zack. Zack, so. Drei Striche nur noch. Ja, super, das ist eine lausige Erfahrung. Naja. So. Wie sehen die denn hier aus? Ja. Ganz klar, das mache ich. Dann nehme ich ihm auch den Zugang mit dem Sinus. Ja, leider nicht kaputt. Schade. Aber dann wird der unsere Techno auch nicht mehr groß bedrohen. So, und damit gehen wir auf den Alcor. Wir sollen ja eh alle Einheiten von ihm zerstören. Außerdem sperrt er da auch. So, 5 Stück, das ist sogar ziemlich ordentlich. Na, da kommt ein Dragon an. Das ist sehr, sehr unschön. Gucken wir mal. Es ist heute. Ach du meine Güte, ja, alles klar. Ja, da ist ja immer noch mehr. Ich fasse es nicht. Ja, wunderbar. Okay. Zack, zack, Straße bitte. So. So, der kann leider nichts machen. Der kann ja Straße produzieren, wenn er Lust drauf hat. Aha, der kommt tatsächlich hier raus. Ich kann es kaum glauben. So. Dann können wir die auch noch hier hinziehen. Ne? Das passt ja alles wunderbar. So. Der hier kann hier hin. In dem ist eh nichts drin, richtig? Nee, dann kann der hier auch bleiben. So, was machen wir mit dem Ghost? Der Ghost kann natürlich den Stormbringer angreifen, würde dabei aber selbst Schaden nehmen. Das wäre schade. Ja, das ist schade. Ich leg's aber trotzdem drauf an. Oder? Es dauert wieder ewig, bis er zurück ist. Eigentlich sollte ich den nicht direkt beschädigen. Aber andererseits, das bringt sowieso nichts. Er hat sowieso nur 2 Schüsse. Was soll der Geiz? Dann können wir da auch eigentlich direkt hier... Nein, angreifen mit dem Stormbringer, was soll's. Wir müssen ihn ja sowieso auffüllen. Wir können ihn nur auftanken, aber nicht füllen. So, zack. Und wenn er zweimal geschossen hat, kann er sowieso nur noch im Luftkampf irgendwas machen. So, hier fahren wir weiter vor. Nichts mehr, okay. Wir produzieren Schiene. Und, ja, damit können wir nichts mehr machen, genau. So, der fährt hier auch brav vor. So, alles rückt hier schön geordnet vor. So, der hier auch. Der hier auch. Der hier füllt mal den, ganz klar. Und der will den eigentlich reparieren, ne? Ja. Andererseits möchte der auch repariert werden. Ich denke, der hat eine höhere Priorität. So, zack, reparieren. So, fertig. Okay, dann können wir die hier auch noch weiter vorziehen. Zumindest so ein bisschen. So, so. Ja, es geht voran. Zwar nicht unbedingt super krass schnell, aber es geht voran. So, der füllt den. Dann kann auch die Medusa meinetwegen füllen, wenn er Lust drauf hat. So, der ist auch wieder voll. Hier sieht's gut aus. Da sieht's gut aus. Ja, irgendwie, keine Ahnung, kann ich die auch mal gleich mit dem Tanker hier befüllen. Die nächste Runde fahre ich da mal hin und fülle die hier alle auf. Den kann ich hier meinetwegen auch noch. Ah, gut, dass ich reingeguckt habe, ja klar. Ja, das sehe ich auch meinetwegen raus, ist ja egal. So, so und so, zack. Und dann ziehe ich den... Ah, Moment, Moment, du wirst vorher aufgefüllt, aber ganz klar. So, und dann, ja, ziehe ich den mal hier hin. Ah, ich hoffe nicht, dass so seine Ghosts jetzt noch irgendwie sind. Boah, das wäre so bitter. Bin jetzt irgendwie... Okay, ich bin beruhigt. Ich bin beruhigt. Alles gut, das passt. So. Ja, die machen nämlich nichts mehr. Sehr schön, sehr schön. Okay, der hat geschossen. Hier ist nichts mehr drin, was wir gerade verwenden oder nutzen können. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier stoßen wir gerade exzellent vor. Ja. Ja, der Archimedes, der muss auf jeden Fall weg, ganz klar. Der stört da immens. Aber der ist ja auch gerade nicht mehr so wirklich schlimm. Ja, ich hoffe nicht, dass der da im letzten Moment noch ankommt und uns da was einnimmt. Das wäre richtig... Gut, wenn das Titanet macht, meinetwegen. Es sei denn, da sind Einheiten drin, hätte ich auch mal reingucken können. Aber wenn der Verbündete es nimmt, wäre es natürlich eine Vollkatastrophe. Das ist ja klar. Ja, ich glaube, er sieht unseren Tanker und denkt sich, ja, ich möchte ihn zerstören. Aber das kann er vergessen.
Die haben wir schön ausgedribbelt. Ach, er hat einen Patrix. Ja, natürlich hat er das. Oh, und dann, ja, klasse. Und dann entschärft er auch noch unsere Mine. Ja, super. Naja, gut, dann bildet er sich halt dran aus. Wenigstens nimmt der Dragon nicht absurd viel Erfahrung. Ich hoffe nicht, dass er mit dem Dragon dann nachher noch an unseren Troll ran, fliegt und den dann irgendwie komplett auseinander nimmt. Das wäre sehr, sehr bitter. Okay. Ja, was der macht, ist mir relativ egal. Was der macht, ist jetzt interessant. Okay, ein Vader. Aha, er hat da halt noch Platz. Schade. Aber er hat ihn nicht repariert. Okay. Ja, alles klar. Dann rücken wir hier mal weiter vor. Immer weiter, immer weiter. So, was ist denn hier drin? Oh, Nashörner. Ja, okay, das ist schon, ja, das ist schon gar nicht so schlecht. Gar nicht so übel. Okay, ja. Ja, das ist natürlich jetzt auch umso schwieriger, dadurch, dass wir das vorher nicht eingenommen haben und ich das nicht wusste. Ich glaube, ich möchte hier. Wie mache ich das? Also, ja, das hat es uns jetzt nicht einfacher gemacht, sagen wir mal so. Der ist ganz gut. Der ist ganz. Ja, der ist nicht mehr so gut. Kann der da reinfahren? Ja. So, das wollte ich. So, sein Sinus hat jetzt nämlich richtig einen verpasst bekommen. Genau, wunderbar. So, jetzt hat er hier natürlich noch den Troll, das ist mir klar. Okay, der kann auch den. Ja. Ja, erstmal den Alkoi angreifen. 1-1. Super schwacher Kampf. Okay. Ja, ich denke mal, es ist tatsächlich. Natürlich kann der da nicht hin. Ich fasse es nicht. Ja, wer ist denn hier der Stärkste? Dann wohl der hier. Eieiei, ist ja eine Katastrophe hier. Okay. So, sein Alcor ist auch bald kaputt. So, und dann würde ich sagen, ziehen wir hier mal, ja, meinetwegen auch den komplett ran. Und ja, wir sehen ihn. Exzellent. So, tschüss. Zack, der ist hin. Und in der nächsten Runde können wir auch seinen Patrix beschießen, wie ich sehe. Das ist natürlich sehr, sehr attraktiv für uns. Ja, den können wir irgendwie so ranfahren. Ja, den können wir hier zur Auskundschaftung noch hinfahren. Oh, ja, vielleicht war das auch nicht so klug, aber na gut. Es ist jetzt so, wie es ist. So. Den Samurai, der kann hier hin. Ja, das ist gut. Der muss repariert werden. Reparieren, füllen. Ja, die kann er nicht mehr füllen. Dann können die direkt wieder zurück zum Einsatz hier. So wie der auch. So, dann sieht er den wahrscheinlich nicht mal. Der Tankflieger, ja, der kommt hier natürlich jetzt weiter. So. Wunderbar. Ja, jetzt kann hier unsere Medusa sogar sich noch ein bisschen einschießen. Ja, hat sogar getroffen. Wunderbar. Für den Fall, dass da irgendwann mal so ein Dragon mit X ankommt, können wir da vielleicht noch ein bisschen was reißen mit der Medusa. Aber naja, wir werden sehen. So, der Imperator kommt endlich weiter. Wunderbar. So, und der baut dann mal hier Straße. Ja. Und der baut dann hier Straße. Ja, und dann haben wir hier bald eine Verbindung. Wunderbar. So, den Tanker wollte ich hier mal hinschicken zum Befüllen. Nächste Runde macht er das dann auch. Ja, der kann erstmal den Imperator füllen, das ist auch gut. Der bleibt hier, würde ich sagen, mal so stehen. Den habe ich ja eh benutzt. So, und der kann nirgendwo hin, wo es interessant ist, ne? Nee. Ich kann höchstens hier so ein bisschen den beschützen. Ah, ja, es geht schon. Ah. Ach so, unser Schienengeschütz, natürlich. Was kann das denn alles beschießen? Ja. Der Bunker ist für uns noch nicht wichtig. Die Mine da oben auch noch nicht. Der Troll ist störend, würde ich sagen. Den werden wir auf jeden Fall reparieren, füllen. Na, Moment, du bist auch noch gefüllt. So, zack, zack. Und dann fliegen wir dich mal direkt hier
Nach vorn. Zack. So. Aha. Okay, da ist... Was ist das denn da? So ein komisches Gebäude. Naja, gut. Ja, wobei, ist der Troll wirklich ein Problem noch gerade? Ich glaube nicht, oder? Nee. Dann können wir hiermit noch einen verpassen. Nee, ich werde mit dem Excalibur auf was anderes gehen, glaube ich. Zack. So. Der hat keine Schüsse mehr, das ist super. Der hat keine Dingens mehr. Ja, dann werde ich mal hier alles auffüllen. So. So. So, und dann, was kann noch repariert werden? Der. Okay. So. Der kann nicht weiter nach vorne. Will der mich veräppeln? Der auch nicht. Was ist das denn? Habe ich hier vielleicht einen schwerwiegenden Fehler jetzt gemacht? Dadurch, dass sie hier nicht weiter vor können, das wäre natürlich fatal. Straße. Ja. Ja, ja. Warum nicht? Warum nicht? Zack. Wir können es ja reparieren, ne? So. Den ziehe ich dann mal hier hin. So, dann ist der weg. Und dann baue ich hier auch noch Straße. Und hier auch Straße. So. Dann können wir hier natürlich auch noch Schienen bauen. Ja, wir bauen ja alles komplett aus, ganz klar. Zack, zack, so. Und dann können wir hoffentlich auch weiter nach vorne fahren, ne? Ja, ja, hier dürften wir dann wieder... Das ist unheimlich ätzendes Terrain da. Naja, werden wir schon irgendwie schaffen. Er kommt hier nämlich gar nicht durch. Das ist echt nicht zu fassen. Ja, der bildet sich dann halt an der Mine aus, solange wir... schießen kann. Oh, naja gut, ist auch egal. Ja, wobei eigentlich nicht. Ja, okay, dann wissen wir jetzt, wo wir drauf schießen. So. Oh, der hat schon mal richtig einen abbekommen. So. Wunderbar. Okay. So, der kann nirgendwo drauf schießen. Unsere Medusa wiederum sehr wohl. Ja, zwei, nicht schlecht. So, und der hier, unseren Ghost, den können wir, ja, wofür verwenden? Im Grunde können wir den natürlich... Achso, ich dachte schon, nee, nee, das ist ja wieder die Frage, ob wir steigen oder nicht. So. So, der macht den kaputt. Jawohl. Sehr schön. Ja, die Medusa hier, meinetwegen, ist mir egal. Kann ja auch noch mit denen ranfahren, dann sieht er den vielleicht nicht mal. So, ah ja, der kann auch dahin, das ist gut. Zack, zack, jetzt brauchen wir nicht mehr so super. Oh, ja, ich sollte doch noch ein bisschen aufpassen, fällt mir auf. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. So, reparieren, füllen und... kommt auch nicht mehr wirklich weiter, das ist doch für den Arsch. Naja. Okay, der kommt nur hier ran. Das ist schade. Aber der hier kann hier auch noch weiter bauen. Ja, ich merke schon, das sind hier unsere wichtigen Einheiten. Also mit Abstand. Kann der denn noch irgendwo... Ne, der kann nur noch demolish. Das ist nicht das, was ich möchte. So. Der ist super. Ja, der kann hier auch gleich mal im Nahkampf angreifen. Jawohl. Nächste Runde ist der Orion dann auch Geschichte, denke ich mal. Zack, kann ich den nicht sogar mit dem Vader hier schon auseinandernehmen? Ja, da ist doch sowieso nicht viel, was da steht. Wahrscheinlich wird der den eh nicht schaffen. Ja, genau das, was ich mir gedacht habe, ganz klar. Naja, gut. Die machen mich echt fertig. So, den habe ich noch nicht gezogen, richtig? Ja, der kommt noch ran. Okay, das bedeutet... Wenn ich den hier hinziehe und den hier und den jetzt einen zurückziehe und repariere, so, dann kann ich den nämlich da gleich nochmal füllen, das ist ja kein Problem, aber damit nehmen wir ihm schon mal komplett die Sicht. So, zack. Ja, der bleibt dann da, wo er ist. So, ja, hier haben wir ja ziemlich aufgeräumt, würde ich mal auf jeden Fall behaupten. Dann können wir hier mal ganz mutig vorfahren. Aha, das hat er hier also, verstehe. Ja, der Komet sieht auch gut aus.
Der kann hier dann die Mine endgültig beseitigen und sich nochmal Erfahrung nehmen dafür. Zack. Ja. Okay. Mehr können wir hier auch absolut gerade nicht machen, fürchte ich. So. Die können wir natürlich weiter vorziehen. Ja, die Anaconda kann auch hinterher, wenn sie lustig ist. Kann der da überhaupt rein? Ja, kann er. Das ist ja der Wahnsinn. Dann hat er sogar nochmal einen Zweck. So. Zack. Hier haben wir auch alles gemacht, was wir konnten. Hier ergibt es gerade nicht viel Sinn, weiterzumachen. So, und in der nächsten Runde lasse ich den hier da rein. Ja, dann können wir schon wieder die Runde beenden. Aha, das war noch eine Einheit vom Verbündeten. Ich glaube, viel hat er nicht mehr. Wenn überhaupt noch den Sting. Oh, okay. Ja. Immerhin ist das ein Flakpanzer. Ja, er hat nämlich den kürzeren gezogen. Oh, ich hoffe, wir kriegen es hin, dass wir da mit dem vorher reingehen. Ah, eieiei. Der trifft nur einen. Er hat ja auch nur noch 6. Das ist schon gut. Aber er hat sich wieder bewegt. Das heißt, irgendwann sollte der auch Spritmangel haben. Ja, der soll's überleben. Ja. Mhm. Okay. Der wird leider auch treffen, wenn nicht sogar 2. Oder auch 3. Was zur Hölle? Ja gut, die ist halt nah dran. Das ist echt unschön. Aha. Er geht auf unsere Runde. Techno, das war ein verhältnismäßig schwacher Kampf. Oder normal, je nachdem. Ja, aber der Partisane, da kann, glaube ich, nicht mehr viel machen. Ich weiß nicht, ob zu den Einheiten tatsächlich auch die Minen von ihm zählen. Das würde ich sehr merkwürdig finden, aber ich schließe es auch nicht aus. Produce Units, ja, ich sehe schon, der produziert nämlich wie bekloppt. Noch den Sting, das heißt, wenn der keinen, ja, der hat auch keinen Sprit mehr, also ist der sowieso schon erledigt, ja. Okay, da zieht er was ran, ja, den zieht er zurück, ja, ich hoffe nicht so weit, dass ich hier nicht mehr kriege. Okay, den muss ich hier unbedingt weiter vorziehen, ja. Ja. Zack. Der darf wieder zurück. Sein Dragon. Wenn er überhaupt noch zurückkommt. Ja, sieht so aus vom Sprit. Oh, ja, das wird gefährlich. Ja, das wird wirklich gefährlich. Der sieht nicht mehr so gut aus. Kann der den auseinandernehmen? Ich hoffe. Sollte aber hinkriegen. Jawohl. Okay. Der ist schon mal Geschichte, der Algol. So, dann kann der hier... Wie sieht der denn aus? So, der hat nur noch 5. Das ist halt nicht mehr viel. Ja, auf jeden Fall mit A. Ich hoffe, der schafft den jetzt. Ja, okay. Wunderbar, dann ist der Sinus auch Geschichte. Okay, es lichtet sich ein bisschen. Und dann ziehen wir den hier ran und... nehmen ihm den Troll. Oder zumindest nehmen wir ihn unter Beschuss. Ja, das tut natürlich weh, ist klar. Ist ein Troll, aber so, das sieht schon mal gut aus. So, und jetzt können wir leider nicht... Doch, ja, wir riskieren es. Okay, ja, dadurch sehen wir jetzt einiges. Das werde ich mir gleich noch genauer anschauen. Natürlich haben wir jetzt den Weg für den Techno freigemacht, ist klar. So, der hier steht. Noch ein Techno. Er hat eine Rune. Ja, und so viel hat er aber schon mal sonst wirklich nicht mehr, ne? Nee. Sieht nicht so aus. Okay. Den können wir auch durchaus hier vorne ranziehen. So. Ja, die sind ziemlich angeschlagen. Der kommt da gar nicht vor. Das ist nicht zu fassen, oder? Oh, nee.
Ja, klasse. Dann können wir den höchstens hier hinstellen und den hier hin und hoffen, dass der den, ja, meinen Archimedes in Ruhe lässt. Aber wahrscheinlich tut er genau das nicht. Na komm, dann nehmen wir ihm den, bevor er den irgendwo nach Timbuktu zieht. Jawohl. So, okay. Oder solange der den nicht wieder hier repariert. Das hätte er nämlich wahrscheinlich gemacht. Okay. Der ist gut. Der kommt natürlich auch vor. So, hier kommt er so langsam ein bisschen an. Na? Den werden wir mal hier hinziehen. So, unser Ghost. Wie sieht der aus? Der hat auch nicht mehr so viel Sprit. Ja, ja. So, ich könnte natürlich... Muss dann natürlich trotzdem aufpassen, ganz klar, dass er den nicht komplett auseinanderschießt. Aber die Medusa ist jetzt schon mal geschwächt. So. Zack. Okay, kann die denn noch... Nee, die kann sich auch nicht bewegen. Ja, an sich, der hat sowieso nicht mehr viel. Den kann ich jetzt natürlich trotzdem dafür nutzen. So, so, zack. Und drauf da. So. Okay. Der ist erledigt. Muss den eh auffüllen. Also es hat gar keinen Zweck, den da jetzt zu lassen. Okay. Der kommt leider nicht ran. Schade. Ja. Der sollte im Bestfall irgendwie irgendwann weg. So, wenn ich den... Moment, wenn ich den hier hinstelle, kann der komplett einmal rumbauen. Baue ich hier einmal... Straße. Ja, und in der nächsten Runde kann er hier komplett einmal rum. Ja, das ist der Plan. So, und dann baue ich hier nochmal... Nee, Moment. Schwierige Entscheidung. Nochmal Straße. So. Ja, ich denke, das passt. Hier haben wir unseren Excalibur. Der kann leider nichts richtig Gutes angreifen. Der ist sehr mobil. Ah, der hat, ja gut, kaum noch Sprit gehabt. Wir schießen jetzt trotzdem über den Haufen. Zack. So. Dann ist der nicht mehr so gefährlich. So. Und hier werden wir mal schauen. Den kann ich hier hinziehen. Der kann halt nichts, ne? Es ist ätzend. Ja, den müssen wir irgendwie... Irgendwie müssen wir da noch eine Verbindung hinkriegen. Ja. Eloka? Nö. Das wäre jetzt natürlich der Hammer gewesen, wenn die Eloka hätte ranfahren können. Wir können nur hoffen, dass wir den tarnen. Oder dass der sich da tarnt. Das wäre eine super Sache. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ziemlich das Einzige, was wir machen können. Kann den natürlich... kann der hier was Sinnvolles tun? Nee, so richtig nicht. Den kann ich hier hinziehen zur Vorbereitung. Der hat fast nichts mehr. Okay. So, dann müssen wir den mal... Ah, okay. Ja, ja. Doch, auf jeden Fall. Die stört. Zack. So. Die wird uns nicht mehr behelligen. Ja, vielleicht war das ein Fehler. Armer Buggy. Naja, ich hätte es besser wissen müssen. Na gut, so ist es jetzt. So, dann kann der hier gleich nochmal helfen. Auf den. Ja, immerhin ein. Wird der nicht ganz so übel. So, ja, doch übel genug, aber naja. Vielleicht mit Glück nicht ganz so heftig mitgenommen von dem Techno, wenn er den gleich angreift. Ah. Naja, so. Der kann hier hin. Der kann hier ran. Die Anaconda kann hier vor. So, und dann kann der mal hier erstmal wieder alles füllen. Zack. So, und dann kann der natürlich auch reparieren. Und zwar den. So. Ja, hier ist nichts mehr drin. Hier haben wir, genau, hier haben wir den Archimedes, ja, richtig.
So ist es. Den ziehe ich hier selbstverständlich auch raus. Sehr schön, sehr schön. Dann kann der nämlich auch was machen bald. Ja, hier haben wir den Guppi. Den Guppi kann ich natürlich... Ja. Kann der auch in sowas hier rein? Ich hoffe mal. Weiß ich gar nicht, ob der das kann. Vielleicht schon. Vielleicht nicht. Ja, ich möchte den natürlich auch zurückziehen, um den wieder Sprit zu geben hier. Ja, es wird so langsam ein bisschen heikel. So, den hier lang. Der kommt hier ran. Und der hier lang. Und der hier kommt auch zurück. So. Hier oben habe ich alles gemacht, was ich konnte. Die fahrende Festung kommt hier weiter runter. So. Und der hier baut jetzt hier Straße und stellt damit eine Verbindung her. Jawohl. Dann können wir auch Schienen legen. So. Ja. Der kann sich jetzt hier reinstellen. Kann das erste Mal den hier auffüllen. Na gut, dann kann der ja auch noch Straße machen, meinetwegen. Ja, und Schiene. So, und der hier... Der stellt sich dann mal hier hin und wird in der nächsten Runde auch aufgefüllt. Ja, dann kann er ja auch noch das machen, ja, ganz klar. So, zack. Ja, okay. Ja, der ist super. Der kann wieder zurück ins Gefecht. Die schmieren hier ab, zum Glück. Ja, was ist denn hier noch sinnig? Die Pulsar sind hier halt echt in dem zweiten Teil nicht so super stark, muss ich sagen. Also... Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ein Kampfpanzerzug ist aber auch nichts. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was jetzt noch interessant ist. Ich meine, wir können Pulsar bauen, aber bis wir den an die Front gekriegt haben, ist eigentlich auch wieder uninteressant. Ich denke mal, ich behalte mir das, wenn ich da oben wirklich Flugzeuge bauen kann, dann werde ich das dafür nutzen. Ich denke mal, das ist besser. So, hier haben wir ja sehr, sehr gut aufgeräumt. Ganz klar, wie viele Schüsse hatten wir noch? Genug. Okay. Der kann nichts mehr machen. Der kann natürlich prinzipiell mal hier füllen. Und auch hier füllen, aber mehr auch nicht. Ja, den Tank habe ich gezogen. Unseren Ghost auch. Dann Runde beenden. So, dann hat er da zumindest keine super schlimme Flugabwehr mehr. An sich gar nicht. Dann haben wir ihm die beiden Medusen da genommen. Er kommt da richtig ordentlich an. Aha, ja, der zieht sich zurück, das ist schon mal gut. Das ist, glaube ich, der auf diesem Depot. Oder? Ich weiß gerade gar nicht. Aber er trifft nur einen, das ist schon mal gut. Aha. Okay, naja, soll er machen. Eieiei, jetzt sag mir nicht, das ist der... Ist das der? Ja. Uiuiuiui. Okay. Ja, die kannst du vergessen, immer noch. Oh. Shit. Ja, okay. Scheiße, der Buggy ist... Ja, Fritte. Ach, Mann. Ja. Ein super Buggy weniger. Klasse. Ja, ich wollte halt die Medusa da haben. Naja. Das war ein hoher Preis dafür. Na gut. Ja, der entschärft jetzt auch noch die Mine. Unser armer Buggy. Das tut mir jetzt leid um den. Aber gut. Es gibt dem Krieg halt Verluste. So ist das halt. Der noch? Quasi gar nichts. So, hier müssen wir jetzt schnellstens rein. Jawohl, zack. Zielgebäude besetzt unter Kontrolle. Erwartet neuen Auftrag. Ehre dem Ruhm. So, jawohl, dann ziehen wir den hier direkt mit rein und werden den auch füllen. Und dann ziehen wir mal hier Nashörner raus. Wunderbar, die habe ich euch ja schon gezeigt, deswegen werde ich das jetzt nicht mehr tun. Und dann haben wir ja sogar, sehr schön, sogar Versorgungseinheiten. Ja, die werden wir aber erstmal drin lassen. Okay, super. Gut.
Ja, worauf können wir denn jetzt schießen, was interessant ist? Prinzipiell hier auf den. Er sollte auch weg sein. Jawohl. Und der kommt eh nicht mehr weit. Und die werde ich ihm auch irgendwann wegschießen. So, ja, der ist echt die Härte jetzt. Naja, so unseren Ghost werden wir zurückziehen. So, und auch sinken. Dann wird unser Spektrum ankommen und den füllen. So, zack. Ja, okay. Wie kommen wir denn am besten da dran? Na, das tut mir jetzt echt um den einen Buggy leid. Der war so gut ausgebildet. Ich glaube, der war sogar noch. Ich glaube, der ist so gut gewesen wie der jetzt hier. Naja. Ah, ja, gut. So ist das leider. So, dann werden wir hier ran und jetzt aber seinen Pulsar endlich mal behaken und ihm Einhalt gebieten. Boah! Was zur Hölle? Okay. Ja, gut. Das geht natürlich auch. So, dann können wir natürlich vielleicht sogar noch den Kometan, dass er gar nicht gesehen wird. Ja. Der kann natürlich vor. Ja, komm. Der rückt vor, aber sowas von. Und dann holt er sich auch direkt hier Erfahrung. Jawohl. So, Tanker ist auch weg. Gut. Ja, der wird auf jeden Fall nochmal vorher betankt. Ja, würde ich sagen. Ach so, ja, wir haben hier noch nicht. Moment. Wir müssen hier jetzt. Wo packen wir denn den hin? Den können wir hier hinterpacken, aufklären. Jawohl. So. Der Dragon kann sich tatsächlich, würde ich sagen, sogar um den kümmern. Um den Bunker. Oder Skull. Oder Skull. Naja, gut, okay. Das war weniger, als ich erwartet habe, aber okay. So. Der kann nichts von Interesse angreifen gerade. Nee, andererseits kann ich ihn trotzdem hier vorziehen. Ob der Sprit hat oder nicht, ist ja erstmal egal. Und dann werde ich hier mal Straße bauen. Straße bauen. Er hat keine. Moment. Was kriegen wir hin? Rails. So, jawohl. Schienen. Zack, zack, zack. Füllen. So, du machst mal hier schön weiter. Straße. Straße. So. Jawohl. Ja, es ist rückblickend doch sehr, sehr gut gewesen, dass das hier zwei Stück sind. Ganz klar. Also das ist sehr wertvoll. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier nämlich die Verbindung und können hier jetzt nämlich. Ja, im Grunde glaube ich, bis nach komplett oben fahren. Der ist ja ziemlich im ja ziemlich hinüber. Hat er da irgendwo einen Ranger? Ich unterstelle ihm jetzt einfach mal nein. Also rein da. Zack. Zielgebäude besetzt unter Kontrolle. Erwartet neuen Auftrag. Ehre dem Ruhm. So. Und was haben wir hier drin? Einen Alcor. Das ist doch was. So, den ziehen wir direkt raus. So. Und dann hat er den nämlich auch nicht mehr. Ja, jetzt können wir nämlich hier rum. Das ist wunderbar. So. Ja, meinetwegen auch mit der Panzerforce. Den kann ich ja sowieso wieder auffüllen. Jawohl. Genau, mit der Mine hat er uns nämlich den Tanker zerlegt. Richtig, richtig. So, dann ziehe ich den nämlich hier ran. Hoffentlich trifft er. Dann hat er zumindest noch einen Erfahrungspunkt mehr. Na gut, ich habe ja immer noch zwei Buggys, ne? Das geht ja dann noch. So, ja, dann kann ich den jetzt so und reparieren. Zack. So, drei Striche nur noch. Oh, das tut so weh. So, und den ziehe ich dann mal hier hin. Jawohl, und dann haben wir Garson, abgesehen von dem Ranger-Zwischenfall, erfolgreich verteidigt. Kann man so halb sagen, ja. Ja, genau. Das sieht doch an sich okay aus bis jetzt. So. Die können wir hier hochziehen. Ja, genau. Der hier. Den können wir hier wieder nach unten ziehen oder einfach da lassen. Das geht natürlich auch. Können die denn hin? Die können wir natürlich auch nach oben ziehen. Ja, die Menhir.
Falls da doch nochmal Kampfhelikopter ankommen, ist das, glaube ich, keine schlechte Sache. So. Okay, die sind beide befüllt. Oder besser gesagt, er hier. Die müssen auch wieder zurück. Der hier hat zwei. Der kann nicht mehr so viel machen im Zweifel. So, was machen wir hier? Hier werden wir, ja, würde ich sagen, mal St. Patricks angreifen. Das nervt nämlich so langsam. Außerdem kann das da frei agieren. Zack. So, weg damit. Und vor allem auch gut auskundschaften. Und das will ich nicht. So. Okay. Hier haben wir ja wunderbar dieses Depot erobert. So, und hier können wir, glaube ich, nur noch ja, mit Infanterie weiterwenden. Ich hoffe mal, wir kommen hier aus dem Wald noch raus. Ja, das tun wir. Das ist gut. Ja, was ich mit dem hier mache, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, null Plan. Ach, mit dem habe ich mich jetzt verklickt. Naja, egal. So. Nein. So, der kommt hier weiter vor. Ja, Den könnte ich natürlich auch nochmal hier ziehen zur Erkundung. Oh, ja, ja, ja. Der hat noch Sprit. Dann kann der den hier doch behaken. Ja, natürlich wieder 5 verloren. Das tut weh. R6, aber naja, gut. So, den ziehen wir zurück. Der hat keinen Sprit mehr. Der hat auch so gut wie gar keinen Sprit mehr. Das ist jetzt so langsam ein bisschen kritisch. Wobei, vielleicht sollten wir auch in die Richtung gehen hier. Ah, kann sein. Da ist doch bestimmt der Techno, das weiß ich doch. Ja, klar, natürlich. Ja, ist das sogar ausgeglichen gewesen. Umso besser. So, okay, da ist ein fetter Samurai. Dann kann ich hier mit dem eigentlich nur die... Ja, die Mine entschärfen. Wie gesagt, falls man da mal drauf fährt, dann ist sie jetzt auch nicht mehr gefährlich. Ein Alcorta eh nicht mehr. So. So, im Zweifel gehen die auch gegen den Troll. Ja. Die Anaconda kann ja auch nicht groß weiter. Hier ist ja nichts mehr. Genau, die Stellung hier ist so, wie sie ist. Die kann ich auch nicht bewegen. Ah, die auch nicht, die Bunker. Auf Brücken können die sich ja manchmal ein Stück vorbewegen. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert bei Bunkern, aber irgendwie ist das wohl manchmal möglich. So, und dann werde ich den hier auch rausziehen kommen. So, der zieht dann mal hier ran. Sonst wird er da irgendwann vergessen. Falls es doch wegen der Runden nicht reicht, dann muss ich natürlich auf die andere Taktik gehen. Bevor ich verliere, werde ich ja natürlich alles ransetzen, dass ich dann zumindest Villa Deng einnehme. Ganz klar. So, 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 so. Und dann ja, können die hier eigentlich alle so dumm rumstehen. So, der kann hier nochmal Straße setzen und der hier kann dann nochmal hier Schienennetz setzen. So. Und der Imperator, ja, ich glaube, der kann eh nichts machen. Nö, ich glaube nicht. So, in der nächsten Runde ziehe ich den wieder weg. Die können so stehen bleiben, die Atlas, das passt auch, meinetwegen. So. Wie vielte Runde? 14, ja, okay. So langsam gehen wir auf Halbzeit zu. Ja, ja, man sieht, das ist halt, ne, hier müssen wir irgendwie hin. Das ist halt nicht so ohne. Also auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, die Runden. Das Rundenlimit, was wir hier haben. Dann werde ich nochmal die Runde beenden, die nächste Runde machen und ich denke, dann werde ich auch die Folge beenden. Aha. Abgeschmiert. Sehr schön. Also endgültig hin. Oh, der greift nicht mit dem Troll an. Interessant. Ja, gut. Der geht auf die Versorgungseinheit. Trifft sogar, aber ist mir egal. Wie gesagt, ich kann die eh reparieren. Mhm. Ja, der scheint Kampfhelikopter zu bauen. Offensichtlich. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und jetzt wird er den wahrscheinlich dann auseinandernehmen. Ja, okay, der ist jetzt wirklich, also der stört mich da jetzt schon, dieser Heli. Der ist richtig übel mittlerweile. Ja, okay, der Komet ist glaube ich bitte. Ja, super, klasse.
Ja, der kommt da. Ach so, der Komet. Ach du Kacke. Ja, super. Klasse. Mit wie viel kommt er da jetzt an? Ja, super. Wir kommen da auch nicht rüber. Das ist halt echt ätzend. Brauchen wir noch mehr Planung? Müssen wir da irgendwie noch mehr Brücken bauen oder was ist los? Der kann eh nichts mehr. Aha, er hat zumindest nicht meinen Komet auch noch zerstört. Wenigstens etwas. So, den ziehe ich mal hier ran. So, nichts. Das ist ja interessant. Na gut, dann ziehen wir den mal fleißig hier weiter. So, den werden wir reparieren und füllen. Eine andere Wahl haben wir hier oben nicht. So, dann ziehen wir die jetzt mal hinterher. Ich hoffe, die kommen auch hinterher. Ja, super tun sie nämlich nicht. Das ist ja blöd. So. Ja, das ist schlecht. So. Der kann natürlich. Ja, der kann den immer noch mal angreifen. So. Zack, noch mal einer weg jeweils. Ja, dann greift der Komet den noch mal an und dann ist ja auch Geschichte. Zack. So. Ist der Komet da auch schon ziemlich gut. Und der hier kann auch mal schießen. Der hat viel Sprit. Ja, dann geht er auf den Sting. Okay, so. Der kann, denke ich mal, relativ unbeirrt den mal aus dem Weg räumen. Klar, er leidet Verluste, aber der räumt den weg. So, zack. Okay, dann kann ich den hier vorfahren, mal weiter gucken. Aha, ein Lager. Ja, okay, der ist. Ja, jetzt muss ich natürlich immer weiter die Schiene bauen, das ist klar. Wie weit kommt der denn? Der kommt hier hin und kann hier Schiene setzen. Ja, Straße brauche ich jetzt an sich nämlich nicht mehr. Der kann hier hin und kann hier Schiene setzen. So, okay. Der hat leider keine Muni mehr. Jetzt wieder schon. Okay. Den kann ich hier natürlich hochziehen. Nochmal hier drauf schießen. Ja, war der jetzt geklemmt? Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet. Tatsächlich. Okay, dann wird es das erklären, warum der den so heftig zerstört hat. So, der kann hier mal sein Glück versuchen. Wir brauchen ja zumindest einen Ersatz für den einen guten Buggy. Noch ist er zwar nicht exzellent, aber das wird schon irgendwie irgendwann. So, der hat leider keinen Fernschuss mehr. Dann ziehen wir den mal zurück und ziehen den hier ran und füllen. Und dann darf der auch noch mal. Ja, wir haben ein paar Einheiten verloren, leider. Das ist natürlich ziemlich schade, aber naja, sowas passiert. Auch wenn wir das natürlich nicht wollen, aber gut, wir können uns auch nicht alles aussuchen. So, nun können wir den jetzt auch im Nahkampf behaken. Ja, leider nicht zerstört, war ein ziemlich schwacher Kampf wieder. So, hier haben wir den Ranger, genau. Ja, mit dem können wir, würde ich sagen, einfach mal hier hinfahren. So. Und sehen nichts bisher. Okay. So. Ja, unsere Störeinheit, die kann ich mal natürlich hier hinsetzen. So. Der kann nichts machen bisher. Der kann höchstens hier hin. So. Ja. Der Guppi. Der kann sich hier hinsetzen. Ist ja voll, aber der muss sowieso wieder. Ja, der muss auf jeden Fall wieder zurück. Zack. Steigen. Und ich denke mal,
Der muss so langsam auch wieder zurück. Der hat ja nur für den Dingens nochmal den Umweg hier gemacht. Ja, was kann ich eigentlich mit dem hier machen? Der kann auf den Troll gehen. Ja, gut, der hat auch nur noch 4. Also so interessant ist der auch nicht mehr. Aber immerhin ein bisschen was. So. Okay, dann sehen wir wieder deutlich mehr. Der muss unbedingt zurück, das ist klar. Ja, wenn ich das hier so sehe, dann müssen die irgendwie alle gefühlt zurück. Das ist doof, aber ja, was soll ich machen? Der hier hat, ja, die haben alle keinen Sprit mehr. Das ist echt doof. So. Der hat 7. Der hat genug Sprit, um schlimme Dinge zu tun, um es so zu sagen. Kann die fahrende Festung denn hier irgendwie ran? Ja, auch nicht so wirklich. Nee. Der muss... ja, der muss den füllen. So. Was habe ich denn hier noch? Was hier irgendwie... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, super. Kann ich aber einen vorziehen. So. Und der kann hier eh nichts machen. Den kann ich dann nur hier nach unten ziehen. Naja. Tja. Der wird uns zusetzen, glaube ich. Ja. Der wird uns auf jeden Fall zusetzen. So. Wie machen wir das? Den werde ich hier einen zurückziehen. Den werde ich hier hinziehen. Ja. Und den hier... Den ziehe ich hier vor. Den hier hin und den irgendwie so. Ja, vielleicht greift er auch einfach den Sting an. Das wäre mir recht. Aber das werde ich dann sehen. So. Der Tanker, der hat ja alles gefüllt, genau. Das heißt, er kann sich wieder auf den Rückweg machen. So, und die beiden, ja, die können hier... Tja, was können die machen? Der kann hier Schiene bauen und der hier kann jetzt hier auch wieder ganz toll Schiene, so, Schiene, ja, okay. Dann kann er hier noch Straße bauen, so, wunderbar, okay. Der hat auch nicht mehr viel. Ja. Okay, und den hier, den kann ich dann noch hier oben dran setzen. Wenigstens, damit er sich gegen den wehren könnte. So, und der muss auch zurück. Ja, hier muss ich irgendwie durchkommen, fürchte ich. Aber wie, das werde ich noch sehen. Hier ist nichts mehr drin. Hier ist ja auch nichts drin, genau. Hier habe ich nichts mehr. Was kann ich hier nochmal gleich produzieren? Ich weiß es ja nicht auswendig. Leider kein Komet. Die würde ich glatt machen, aber sonst habe ich hier nichts wirklich Interessantes. Das ist ein bisschen doof. So, hier habe ich nichts. Ja, hier auch nicht. Richtig. Dem kann ich eigentlich auch nur noch zurück gerade. Ja, ich habe Spritmangel, ne? Das ist eben so. So, die Mine macht ja nichts mehr. Dann kann ich die auch weiter zurechtstutzen. Zack. Vielleicht geht er auch auf die Dämons. Wer weiß. Kann schon sein. So, hier habe ich auch alles gemacht. Den werde ich nicht wegziehen. Der ist ja schließlich beim Sinus. Der kann ja auch nicht viel machen. Den kann ich hier nur vorziehen, genauso wie in Dämon noch. Das stimmt, das ist möglich. So. Ja. Aber viel ist hier sonst auch nicht mehr. Wo kann der denn hin? Schade, der kann den Alkor auch nicht. Der kann den, das Ding auch nicht zerstören. Ja, gut, dann ist das leider so. So, dann kann er hier den hier füllen. Und der hier. Ja. Den kann ich auch da stehen lassen, ganz ehrlich. Das macht nichts. So, und der hier darf dann in der nächsten Runde ins Depot oder unten eben da rein und dann passt das schon. Okay, dann nochmal Runde beenden. Ich glaube, ich habe alles gemacht, was ich konnte. Und dann werde ich auch die Folge beenden.
Ja, klar, der zieht den rein. War logisch. Aha, er geht auf meinen Alcor. Okay. Ja, das Interessantere ist natürlich, wo der andere Heftige drauf geht. Ach nee, das ist ja da oben. Okay. Ja, er greift den Dämon nicht an. Erstaunlich. Das geht auch. Ja. Gut. Aber irgendwie hat der Tanker da oben ja eh nichts genutzt, ne? Habe ich das Gefühl. Also, ja, Na gut. Dann ist das wohl so. Ich hoffe mal nicht, dass er meinen Troll da kaputt macht. Gut, wenn der Tanker da eh nicht weiterfahren konnte, jetzt ganz ehrlich, dann ist das auch egal. Die Einheit konnte ich entbehren. So, er produziert wie ein Bekloppter. Na klar. Na, der kann gar nichts mehr machen. Einheit 188 ist wahrscheinlich das Ding. Und er auch nicht, oder? Nee, auch nicht. Okay. Das war ein schneller Rundenwechsel. Kommen wir denn hier rein? Ja, okay. Komm, das machen wir noch. Zielgebäude besetzt unter Kontrolle. Erwartet neuen Auftrag. Ehre dem Ruhm. So, dann habe ich wenigstens das hier erobern können. Dann will ich nur noch mal. Ah ja, stimmt. Wissen, was haben wir denn hier überhaupt alles zur Verfügung? Dragon. Genom, ja, vielleicht sind Genom hier sogar gar nicht so schlecht, aber naja. Okay, ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Vorher speichern wir aber natürlich. Save. Und nehmen. Ja, Kaimava haben wir überspeichert. Dann nehmen wir den ja als nächsten. Ja. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.